Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Heute mit mir mal wieder Banks, mit dem Micha. Hi. Und mit Matze. Hallo. So, jetzt nochmal erstmal etwas Werbung. Die heutige Episode ist nämlich gesponsert von Crunchyroll, die ein großer Anbieter für Animes sind oder Anime-Streaming. Insgesamt mehr als 9000 Folgen könnt ihr sogar mit deutschen Untertiteln gucken und teilweise sogar mit deutschen Übersetzungen. Bezahlen müsst ihr dafür nur 4,99 € im Monat und dafür habt ihr Zugriff auf das komplette Programm, darunter halt Naruto, Food Wars, also wirklich sehr coole Anime, die ihr euch angucken könnt. Und als kleines Extra gibt es von uns sogar einen Link, wo ihr 2 Wochen Premium kostenlos nutzen könnt. Und den findet ihr bei uns auf der Webseite. Fangen wir mal wieder mit einem schöneren Thema an, zum Thema Sonnenschein und Strahlemann. In den letzten Tagen war es ja ziemlich düster in Japan, vor allem in der Kanto-Region und in Tokio. Und jetzt ist aber die Regenzeit offiziell mit dem heutigen Tag vorbei. Und jetzt soll praktisch der Sommer erst richtig beginnen, was natürlich auch wieder für ordentlich hohe Temperaturen sorgt, nachdem es so viel Regen gab. Aber die Leute scheinen sich wohl ziemlich zu freuen, dass sie endlich mal nach Tagen wieder die Sonne sehen, nachdem es jetzt mehrere Tage hintereinander wirklich ziemlich grau, düster und vor allem auch nass war in der Region. Und kalt. Na, das sowieso. Wenn keine Sonne da ist, ist meistens auch ziemlich kalt. Aber sind ja soweit eigentlich ganz gute Nachrichten, bloß jetzt gibt's auch schon wieder die ersten Warnungen vor Hitzschlag und anderen Gefahren, die so der Sonnenschein natürlich wieder mit sich bringt. Es gab auch gleich zu Beginn den ersten Todesfall. Da ist ein 28-jähriger Mann, der hat in seinem Maskottchenkostüm trainiert und starb dann direkt in Osaka an einem Hitzschlag. Was ist ein Mist, ist das. Und ich sagte gerade noch, wir fangen heute mit was Schönem an. Hey, wir können auch drauflegen. Ich meine, um 17 Uhr gestern meldete die Feuerwehr dann noch 63 Personen, die schon ins Krankenhaus eingeliefert worden sind, wegen Hitzschlag. Oh ja, es kann gut sein, dass... Man muss auch das dazu sagen, bei den Temperaturen sprechen wir jetzt auch schon wieder von angenehm fluffig warmen Temperaturen von 31 Grad aufwärts. Also dasselbe, was wir hier gerade noch erleben dürfen. Zumindest bei mir. Ich bin hier immer noch ordentlich am Schwitzen. Und natürlich der japanische Sommer, der bekanntlich gefühlt zumindest heißer ist als sonst irgendwo. Das bestätigt ja auch eine Umfrage. Dass sogar Menschen aus Nahen Osten und Afrika sagen, die Japans Sommer ist heißer als den, den sie bei sich erleben. Wobei ich das im Nahen Osten eigentlich schon hart finde. Weil wenn ich mir so die Sahara... Es ist wahrscheinlich so eine Kombination aus dem Luftfeuchtigkeit und Luftdruck etc. Das, also ich habe es auch erlebt, das ist der Hammer. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Du gehst raus, nach 10 Minuten bist du nass. Ja, und Ventilatoren/Klimaanlagen sind wirklich die besten Freunde. Ja, die haben ja wenigstens welche. Hier in Deutschland sucht man die ja leider ein bisschen vergeblich. Wieso? Neben mir steht ein Ventilator. Naja, aber man muss ja dazu sagen, dass auch nach wie vor immer weiter davor gewarnt wird, dass die Sommer in Japan immer heißer werden. Also es gab jetzt auch kürzlich die Veröffentlichung von so einem, ich will nicht sagen Fake-Wetterbericht, aber so ein Wetterbericht, wie er in ein paar Jahren halt aussehen könnte. Naja, ein paar Jahre. Also, und das halt, es sind noch 81 Jahre. Ich wollte das jetzt ein bisschen schöner beschreiben, aber ja, es sind 81 Jahre und da gibt es halt Temperaturen von 45 Grad und so um den Dreh in der Region. Und da machen sich halt viele jetzt auch mittlerweile schon Gedanken, wie sie mit der Hitze, die halt sich ja noch steigern sollen, nach aktuellem Stand weiter umgehen. Ja. Bei 45 Grad, das ist, boah. Da sollte man auch dazu sagen, liebe Klimawandelleugner, nein, ein Aluhut hilft nicht gegen Hitze. Der brutzelt nur das Hirn schon durch. Ja, da gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu brutzeln. So ein paar Scheiben Speck drauf. Naja, ich meine, die Temperatur reicht ja dafür, um draußen zu kochen, ne? Das ist wohl wahr, also ja, ich wünsche mir so sehr Regen aktuell. Etwas Erfrischung. Also, bei mir hat es jetzt 2 Tage geregnet. Ich hatte auch ansonsten auch hier einen ziemlich heftigen Temperatursturz. Ich verzichte wirklich dankend drauf. Ja, diese... Wir können gerne tauschen. große Wechsel, der Sturz dann von 20 Grad runter, von 40 auf 20. Ja, weil das Schlimme ist, in der Wohnung wurde es ja trotzdem nicht kühl. Also von daher... Nicht wirklich. Die ganzen Steine sind immer noch aufgeheizt und bleiben noch tagelang so warm. Ich denke mal, in Japan wird es auch gerade so heftig sein, weil es viel mehr ein Umschwung waren, rasanter, als die es gewohnt sind. Ja.
Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass wenn es dann kühler wird im Winter, dass es wirklich ein Tag, ein Grad, ganz langsam, ohne irgendwelche Ausschläge dann so heruntergeht. Für einen Deutschen total ungewohnt, aber jetzt nicht mehr. Nicht mehr heutzutage. Nein, also die 20 Grad Temperaturunterschied von Samstagmorgen auf Samstagabend fand ich schon ein bisschen heftig. Außerdem muss man dazu sagen, dass Wetterexperten auch mittlerweile sagen, dass es halt diese Zwischenphasen weniger geben wird, wo man sagt halt, ja, sind so ein paar Tage, sind jetzt halt angenehm, vielleicht auch ein bisschen Regen, aber im Prinzip wird das halt immer extremer. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass halt es keine Zwischenphasen mehr gibt, dann ist es halt entweder nur heiß oder nur kalt und grau, aber was dazwischen gibt es am Ende. Aber hey, solange man noch in sein Auto sitzen kann und dann fröhlich durch die Gegend brettert, ist doch alles in Ordnung. Das hat aber wenigstens eine Klimaanlage meistens. Ja, aber leider auch ein Auspuff. Schon, aber ich wollte das gerade irgendwie schön reden. Da kannst du nicht schön reden. Ja, bei der Umwelt kommen einem überhaupt kaum gute Gedanken. Selbst für die ganze Energieerzeugung ist so ein wechselhaftiges Wetter eigentlich gar nicht gut. Ne? Es wäre besser, wenn es mal durchgeht, eine Weile lang Sonne gibt, damit die Solarkraftanlagen hier leisten können. Naja, es ist aber nicht nur das. Es sind ja auch, dass die Preise steigen werden, weil das Problem ist halt, Gemüse wächst halt auch nicht auf Bäumen. Nee. Und selbst wenn, wäre das in dem Fall auch egal. Also diese Wetterextremen sorgen auch gut dafür, dass die Erden mieser werden. Und was das bedeutet, wissen wir ja. Ich meine, das war jetzt vor, ich glaube, einem Monat oder zwei Monaten wurde berichtet, dass die gesamte Getreideproduktion weltweit nicht mehr den Verbrauch deckt. Und das schlägt sich auf den Preisen nieder. Oh, wir übrigens dabei gerade zu sind. Heute ist übrigens auch der Tag offiziell, an dem die Erde ihre kompletten Ressourcen für dieses Jahr verbraucht hat. Das hat einen bestimmten Namen, der fällt mir jetzt gerade nicht ein für diesen Tag, aber heute ist praktisch der Tag, wo wir im Prinzip ab heute über unsere Verhältnisse auf der ganzen Erde Der kam dieses Mal auch ein bisschen früher, oder irre ich mich da gerade? Der kommt jedes Jahr früher. Also ich weiß, vor ein paar Jahren war der im April und bald haben wir. Quatsch, nicht April. Es wechselt mittlerweile sehr stark. Also es rutscht immer weiter. Klasse, irgendwann heißt es dann Happy Neujahr und Ressourcen aufgebraucht. Bumm. Ja, eigentlich ist es nicht lustig. Eigentlich ist es ziemlich traurig, dass wir davon sprechen. Er nennt sich. Dass wir versuchen, nachhaltiger zu leben und halt verantwortungsvoller. Ja, zeigt es jedes Jahr aufs Neue, dass wir da so weit von entfernt sind, wie wir eigentlich nur sein können. Das funktioniert aber nicht, solange wir halt eben die Leugner haben und die Leugner ja wirklich wie die Weltmeister. Teilweise auch mit sehr interessanten Aussagen, wo man dann sich wirklich denkt, Leute, das Biologiebuch solltet ihr mal andersrum halten. Und das ist leider blöderweise ein ganz schön großer Teil. Und sagen wir mal ehrlich, die Regierungen, also auch in Japan, trotz der ganzen Meldungen in der letzten Zeit, tun ja nicht wirklich viel dagegen. Ja, ich meine, Japan setzt zum Beispiel auch ganz, ganz stark auf Kohlekraftwerke, weil die einfach ansonsten ihren Strom gar nicht richtig produzieren könnten. Da kommt halt hinzu, dass sich mittlerweile viele Gemeinden auch dagegen aussprechen, Solarparks zu bauen, weil sie halt Angst haben, oh, hier wird halt die Umgebung dadurch verschandelt. Und auch so geht halt die Produktion natürlich fröhlich weiter. Also sprich, immer mehr Autos und. Also im Prinzip, wir tun nicht wirklich was dagegen. Wir tun zu wenig, auf jeden Fall. Ja, wirklich viel tun wir nicht. Wobei bei dem Dorf verstehe ich es ja zumindest zum Teil, also es gibt ja, da war jetzt der Bericht von dem einen Dorf von Otama in Fukushima, das halt jetzt gesagt hat, ey, wir haben eigentlich schon so viele Solaranlagen und wir wollen keine weitere mehr, weil sie halt Angst haben, dass ihr Dorf verschandelt wird, aber sie sind halt auch eins praktisch der schönsten Dörfer in Japan, das auch eine Partnerschaft mit Machu Picchu eingegangen ist. Und das ist praktisch im Prinzip deren Einkommen. Also da kann ich das so ein klitzekleines bisschen zu verstehen, dass sie sagen, hey, wir haben schon zwei Solaranlagen, zwei große. Muss denn wirklich noch eine kommen? Weil ja, auf Dauer sieht das halt dann wirklich nicht schön aus. Und bei dem Dorf kann ich es tatsächlich so ein bisschen verstehen. Aber es gibt halt auch die Dörfer, die sagen, nee, die Solarzellen sind gefährlich, keine Ahnung. Genau wie in Deutschland Leute total eskalieren, wenn es heißt, ihr kriegt Windräder. Oh nein, die verbreiten Schwingungen. Nein, nicht nur das. Davon werden wir alle krank. Das Hauptargument ist, dass ganz viele Vögel durch die Windräder geschreddert werden. Was übrigens nicht stimmt. Aber egal. Ja, das hätte ich mir schon denken können. Ich meine, die kleinen Fakten interessieren keinen. Dass mehr Vögel durch Autofahrer sterben oder durch Hochspannungsleitungen. Naja, das sagen wir ja keinem.
Ja, ich weiß, also das Hauptargument sind tatsächlich die Vögel, aber es gibt auch halt Regionen, die halt sagen, ja, die Windräder, die bewegen sich ja, die erzeugen halt auch Geräusche und Schallwellen Ja im gut, Prinzip dadurch. also. Das, und das, da meinen sie halt viele, dass die dadurch krank werden, weil das halt so ein unterschwelliges Geräusch ist und dass das nicht gut fürs Gehirn ist und so weiter. Ich weiß nicht Ja, genau, wie weit und. man das nachvollziehen kann, aber es ist irgendwie ein Also bisschen komisch, das die Sache mit Argument. dem Aluhut ist nicht so weit hergeholt, ne? Das hilft bestimmt gegen die Ja, eine Schwingungen. Keule übrigens auch, aber das sagen wir ja keinem. Sorry, ich kann momentan diese Argumente alle nicht mehr hören. Ich hatte jetzt in letzter Zeit mit Argumenten in der Richtung bei uns auf der Webseite zu kämpfen und ich muss ganz ehrlich sagen, also da will man irgendwann nur noch den Tisch gegen die Wand kloppen und sich stellt sich halt die Frage, Leute, ihr merkt es doch, es ändert sich doch, es wird doch alles teurer, es kommen mehr Flüchtlinge hin, weil einfach in ihren Gebieten kaum noch eine Perspektive ist, jetzt vom Krieg mal abgesehen. Wie doof kann man sein und das übersehen? Ich glaube, das ist nicht unbedingt, was mit Dummheit zu tun hat, sondern auch eher so ignoranter Selbstschutz. Also weißt du, was ich meine? Dass man praktisch es selbst leugnet, weil die Tatsache, dass es Realität ist, viel schlimmer ist, als zu sagen, ist es nicht so und sich halt dumm stellt. Und man müsste ja natürlich So, sich ein das bisschen umstellen, nicht? genau, man müsste sich umstellen, aber andererseits halt auch der Hintergrund, dass man halt eigentlich zu der Erkenntnis kommt, dass wir überhaupt nicht mehr viel Zeit haben und auch nicht mehr so viel tun können, um praktisch noch irgendwie was zu Ja. ändern. Aufhalten können wir es eh nicht. Also da sind wir schon lange über der Zielgerade hinaus, aber halt diese Erkenntnis, dass man da halt so ein bisschen das aus Selbstschutz ignoriert. Ja, aber Also es. ich denke, dass das bei manchen auch so ist, weil ich denke nicht, dass so viele Leute so doof sein können in der Oh doch, Hinsicht. oh doch. Doch, doch, das können sie. Ich meine, wir haben es ja jetzt auch erlebt zum Thema Schweinefleisch gehört zur Kultur, ne? Ah, müssen wir darüber Nein, wirklich brauchen wir Gott sei Dank reden? nicht. Nur, falls wir einen unter den Zuhörern Danke. haben, liebe Leute, in Japan gibt es so gut wie gar kein Schweinefleisch. Schon gar nicht an Kitas, aber egal. Ich glaube, wir wechseln mal lieber das Thema. Ja. Kommen wir doch zur nächsten Kontroverse. Denn ein paar Top-Anwälte in Japan haben jetzt die Regierung aufgefordert, gleichgeschlechtliche Ehen zuzulassen. Mit dem Argument, dass das Verbot oder beziehungsweise der Artikel 24 gegen die japanische Verfassung verstößt, also gegen die Gleichberechtigung. Man sollte dazu Ja. sagen, dass dass die japanische Verfassung besagt, dass eine Ehe nur auf gegenseitiges Verständnis beider Geschlechter beruht. Und das ist halt auch der Riesenknackpunkt. Und da Japan, also die Regierung Abes, ja sehr, sehr konservativ ist, pochen die natürlich drauf. Und ja, deswegen sind gleichgeschlechtliche Ehen immer noch nicht erlaubt. Ja, das ist heute so ein Fall, wo du mit einem Fuß in der Vergangenheit stehst und mit dem anderen Fuß in der Moderne, Aber es ist weil. ja, nee, im Prinzip, man steht ja nicht in der Vergangenheit. Das ist ja der Witz dran. Das hatten wir ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge. Japan war eigentlich mal ein stockschwules Land, wenn man es genau nimmt. Ja, Und dann kam der da Westen. gab's Phasen. Da gab's Phasen, da war das sehr in Vogue. Ja. Die Reaktion von der damaligen Obrigkeit, die war dann halt auch wieder so gegenrudern, massiv nach einer Weile, aber das ging ja Aber Jahrzehnte auch lang. erst nachdem Japan versucht hat, sich dem Westen anzupassen. Ja. Ab da wurde Ja. das dann halt eben Free-Bäh. Ja. Also von daher, so wirklich Vergangenheit ist es ja nicht, aber es sind halt diese konservativen Gedankenwerte oder ich weiß gar nicht, wo das herkommt bei denen. Und natürlich das Argument, die Bibel, gut, jetzt nicht in Japan, aber ansonsten hörst du das sehr häufig und es ist halt wieder der Natur und es ist. Ja, das Bibelargument kommt ja in Japan nicht wirklich, weil die Bevölkerung erstens mal nicht so viel mit der christlichen Religion am Hut hat, Ja, wenn kurz. überhaupt, das ist Prozentzahlen kleine. Ja, 3% sind das. Und ja, und generell die Bevölkerung hat ja auch nichts dagegen. Die befürworten das ja viel mehr, als es dann die Regierung und Obrigkeit Außer die ganzen befürwortet. extrem konservativen Ja, Gruppierungen, die also die man natürlich. eigentlich schon rechtsradikal nennen kann, Ja. die wettern natürlich immens dagegen. Aber das Ding ist, was ich nicht verstehe, ganz ehrlich, was interessiert mich denn das, was mein Nachbar da veranstaltet? Das ist mir doch egal. Das ist seine Sache, nicht meine. Fertig. Und. Na, im Prinzip ist es doch dasselbe Problem wie das, was wir eigentlich in Deutschland hatten. Wir haben ja glücklicherweise mittlerweile die Ehe für alle, die übrigens sich nur auf erwachsene Personen bezieht, weil ja immer gerne so Leute auch ein bisschen dagegen wettern.
Aber es ist im Prinzip dasselbe Prinzip. Wir haben halt auch diesen Artikel im Grundgesetz, der halt besagt, ja, Ehe, Mann und Frau, bla bla bla. Aber es steht auch drin, dass man halt die Ehre des Menschen bewahren muss und dass ein jeder Mensch halt ein Recht auf Gleichberechtigung hat. Und das ist halt in der japanischen Verfassung ebenso festgehalten, dass halt jeder Mensch ein Recht auf Gleichberechtigung hat und dass alle Menschen praktisch gleich behandelt werden müssen. Das heißt, im Prinzip müsste halt dieser Artikel 24 in dem Falle auch auf homosexuelle Menschen hinzutreffen, richtig, beziehungsweise Menschen, die das eigene Geschlecht heiraten wollen. Und das heißt ja, beide, ja, dieses beide Geschlechter ist halt, das kann man halt so schön interpretieren, das kann man halt so auslegen, wie man möchte. Man kann halt sagen, ja, beide Geschlechter haben, die können halt irgendwie irgendjemanden, oder man sagt halt nur zwischen den beiden. Ja, es ist... Aber ja, es stimmt, dass die Mehrheit in Japan eigentlich das total Wurst ist. Die sagen, da sollen sie doch machen, was sie wollen. Sollen sie glücklich werden, ist uns doch egal. Im Prinzip, in Japan spricht man ja sowieso darüber nicht so offen. Ja, die Veränderung kommt halt sehr langsam. Diese rechtliche Angelegenheit hier ist ja eigentlich schon seit 2015 am Laufen, ne? Wo dann so eine Sammelbeschwerde, so eine Menschenrechtsbeschwerde eingereicht wurde von knapp 450 Homosexuellen. 455 sogar. Okay, sogar ein bisschen mehr. Und seitdem kämpfen die dafür. Und das ist jetzt eigentlich nur jetzt wohl eher, dass der Verband der Rechtsprechenden dort, der Anwälte und etc., dass der sich jetzt richtig engagiert dafür. Aber warum das erst jetzt passiert? Vielleicht passiert das andauernd und wir haben es noch nicht so richtig mitbekommen. Es passiert wirklich andauernd. Also, wir berichten ja öfter darüber. Es ist halt öfter mal so eine Aktion, dass sich auch irgendwelche Gesetzgeber dann hinstellen und sagen, hey, müssen da jetzt mal was machen. Und im Prinzip ist die Antwort von der Regierung immer so dieselbe. So, ja, wir verstehen das ja und wir haben auch absolut nichts dagegen. Aber die Verfassung sagt halt was anderes. Also man versucht sich da immer so rauszureden. Nein, das ist immer die ganz letzte komisch. Ausrede, also es wurde irgendwann dieses Jahr ein Gesetz eingereicht, das darüber diskutiert wird zum Thema gleichgeschlechtliche Ehe. Da hat die LDP tatsächlich ganz offen gesagt, reden wir nicht drüber, fertig. So. Ja gut, das ist ein bisschen neuer, die Einstellung, aber vorher war halt immer irgendwie so, ja, ja, aber die Artikel, ja, die Artikel, der, wir verstehen der euch Artikel. Ja und so. Man versucht ja so ein bisschen, vor allem Vorwahlen muss man ja mal so ein bisschen schönreden. Man könnte ja auch einfach diesen Artikel abändern. Ich meine, das wird ja auch bei anderen Artikeln versucht, wie zum Beispiel Artikel 9 gerade, wo wir dann auch schon beim nächsten Thema wären im Prinzip. Da ist aber böse andere Angelegenheit, ja. Das ist den eine Artikel, ganz... Ja. Mach du. Ganz ehrlich, den Artikel zur gleichgeschlechtlichen Ehe, da kann man ruhig eine zusätzliche Information hinzufügen. Aber Artikel 9, das macht ja Japan unter allen Industriestationen einzigartig. Das einzige Land unter den großen modernen Industrieländern, das keinen Angriffskrieg führen darf. Richtig. Aber es ist jetzt so, Abe versucht den natürlich auch schon etwas länger umzuändern. Ich glaube, das geht seit 2016 so, wenn ich mich gerade nicht irre. Ja. Einfach damit Japan auch wieder Angriffskriege im Prinzip führen darf. Das ist so das, was der Artikel aussagt. Aktuell dürfen sie ja nur sich selbst verteidigen. Und jetzt waren ja die Unterhauswahlen, oder war das das Oberhaus? Ah, ja. Oberhauswahlen. Es waren ja jetzt die Oberhauswahlen und da hat die Fraktion oder die Fraktionen, die halt für eine Änderung des Artikel 9 sind, keine Mehrheit, Gott sei Dank, erlangt. Das heißt, die Änderung wird jetzt halt noch ein bisschen schwieriger für ihn, aber er pocht natürlich dann, also Abe pocht halt weiter drauf. Und komischerweise, da funktioniert's. An anderen Artikel kann man nicht ändern, also irgendwas ist das da auch schiefgelaufen. Insbesondere ist noch die Frage, warum zum Teufel soll der Artikel eigentlich geändert werden? Also, es gibt das Argument halt, dass Japan mit seinen Selbstverteidigungsstreitkräften ja auch halt zum Beispiel im Nahen Osten sehr aktiv ist. Aber sie dürfen halt nicht aktiv an Kampfhandlungen teilnehmen. Sie sind halt meistens nur als Beobachter oder Beschützer da, aber sie dürfen halt nicht als erstes schießen in dem Sinne. Ja, also auch wenn irgendjemand auf dich zustimmt, zustürmt, erst muss geschossen werden, dann darfst du. Und viele argumentieren halt damit, dass Japan dann mehr Freiheit dort hätte, den Leuten da zu helfen und in den Ländern mehr aktiver teilzunehmen. Aber viele Leute wollen das, wie gesagt, gar nicht, weil sie halt die Befürchtung haben, in einen neuen Krieg hineingezogen zu werden. Ich wollte gerade sagen, Japan ist bekanntlich kein unbeschriebenes Blatt, was das angeht. Wir erinnern uns mal liebevoll an Korea oder auch China. Und da gerade jetzt in der Zeit, wo die japanische Regierung ja extrem bei Südkorea rumstänkert. Also ich glaube, so eine Änderung wäre momentan nicht unbedingt gerade so gut.
Hinzu kommt, nee. Ich meine, es klappt auch bei anderen Ländern. Ich meine, nehmen wir Deutschland. Ja. Unsere Waffen fallen auseinander. Wir haben halt nicht per Grundgesetz dafür gesorgt. Wir haben mit Materialien gesorgt. Also sprich, wir greifen auch nicht an und schießen erst recht nicht zurück. Das wäre nämlich lebensgefährlich für die Soldaten, die Geräte da abfeuern müssen. Klappt doch auch wunderbar. Die würden auch gar nicht treffen. Ja, also. Entweder das oder es gibt halt Rohrkrepierer. Hubschrauber fallen bekanntlich vom Himmel und über die Gorch Fock reden wir mal lieber gar nicht. Nein, aber es ist halt einfach dieses Ding, wozu muss man angreifen? Es gibt einige Leute, die sagen, es würde eigentlich nicht viel bei Japan ändern, wenn es nicht unbedingt die pazifistische Artikel Teil seiner Verfassung behalten würde. Mm. Es könnte sein, dass es dann im Endeffekt genauso ist wie bei Deutschland, weil wir haben auch keinen so pazifistischen Teil in der Verfassung. Nein, aber das die Intention da hinten dran im Moment, was Abe halt machen möchte im ostasiatischen Raum, dass er sich hier dann gegen Russland und China stellen will, wie in den Territorialfragen und gegen Südkorea, das macht die ganze Sache halt dann total richtig ungenießbar. Also alles in allem eine ziemlich doofe Idee, das finden halt auch 58% der Japaner übrigens. Die sagen halt, wozu? Wird auch nur von 32,3% der Japaner unterstützt, der Rest hat sich halt rausgehalten. Und es gibt auch einen ganz, ganz großen Widerstand bei Persönlichkeiten, wie jetzt zum Beispiel Ghibli. Der, oh Gott, wie heißt Miyazaki. Er jetzt? Ja, genau, der Hayao Miyazaki. Ja, Miyazaki halt. Der hat sich ja schon sehr früh dagegen geäußert und hat gesagt, hallo, das ist doch Blödsinn und auch andere Stars und Sternchen sind da auch nicht wirklich begeistert von. Im Prinzip ist das eigentlich auch eine Sache, die trauen ja aber auch nicht wirklich. Ich meine, das sagen ja auch verschiedene Umfragen ständig, dass sie halt, gut, man will keine wirkliche Änderung, aber Abe ist jetzt auch nicht so vertrauenswürdig und auch seine Unterstützung im Volk selber sinkt ja auch. Wenn sein andere Vorschlag zur Verfassungsänderung eine Erweiterung ist seiner Amtszeit, damit er noch eine weitere kandidieren kann, dann ja, das da Vertrauen nicht unbedingt. Man kann sehen, dass er seine eigenen Interessen verfolgt. Ja. Darauf kann man vielleicht vertrauen. Ich meine, das ist jetzt in der japanischen Politik nicht ungewöhnlich, dass da die eigenen Interessen eher verfolgt werden als alle anderen. Ja. Ist ja eigentlich fast mittlerweile überall in der Politik zu beobachten. Also der direkte Draht zum Volk ist ja im Prinzip flöten gegangen mittlerweile. Und es ist halt so, dass diese vierte Amtszeit ja ganz extrem abgelehnt wird. Mhm. Was auch in meinen Augen richtig ist, weil ich glaube, so von meiner Meinung her, ich bin ja bei uns auf Sumikai für die Politik-News hauptsächlich zuständig, ist es ja auch so, es muss mal frischer Wind rein. Darüber hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon gesprochen, dass die Politik einfach zu alt ist, um praktisch was Anständiges auf die Beine zu stellen. Es braucht halt wirklich junge Leute. Es ist nicht nur das, dass es junge Leute braucht, sondern einfach ein paar andere Ansichten würden schon erstmal reichen. Das Problem ist halt, mit Japan geht es halt weiterhin bergab, also auch wirtschaftlich gesehen vor allen Dingen. Leidet natürlich unter dem Handelskrieg von Trump und China ganz gewaltig. Es gab jetzt auch neue Zahlen, die das dementsprechend belegen. Dann ist es so, dass die Sache mit Südkorea ziemlich hart ist. Also sprich, wir kontrollieren den Export, jetzt wird das Ganze auch nochmal verschärft, dann wird das Volk aufgestachelt, die ganzen Beziehungen zu Südkorea werden momentan eigentlich in zwei Teile geprügelt. Die Sache mit Russland und den Territorien, es läuft auch nicht unbedingt gerade so gut. Jetzt kommt noch eine Verbrauchersteuererhöhung, sprich, es wird doch noch alles teurer. Ja. Also da läuft schon einiges schief momentan. Also die ganzen Maßnahmen, die Regierung von Abe genommen hat, um dann Japan aus der letzten Weltwirtschaftskrise rauszuführen, die sind alle nicht unbedingt so langfristig tragbar. Das Einzige, was davon vielleicht noch großen Sinn macht, ist, dass er einen neuen Wirtschaftszweig aufbaut, indem er den Tourismus fördert, bis ins geht nicht mehr. Ja gut, aber das andere Problem ist ja zum Beispiel auch, dass sich momentan die Bevölkerungsdichte oder Konzentration auf Tokio im Prinzip ausgelegt ist. Die ländlichen Regionen versickern immer mehr, weil total planlos. Es gibt zwar einen 5-Jahres-Plan, der besagt, okay, wir müssen wirtschaftlich die kleineren Regionen oder ländliche Regionen fördern, aber bisher stopfen sie da nur Tourismus rein. Und das bringt es halt auch nicht, weil wenn die ganzen Leute wegziehen, ja, wer soll die Touristen unterhalten? Ist doch auch totaler Blödsinn, da ist doch keiner mehr. Also jetzt mal ganz... Steht immer so ein Schild, so, hallo, herzlich willkommen, Population 0, haben Sie Spaß. Ja, das ist halt tatsächlich ein Problem. Und auch der Plan, schauen wir halt, dass eben die Leute nicht aus der Stadt rausziehen, sondern halt eben am Wochenende hinfahren, ist genauso dämlich, weil
der Touristenboom ist ja nun mal schon da. Also ich meine, Kyoto zum Beispiel, gut, ist jetzt eine Großstadt, aber ist gnadenlos überlaufen. Oh Mann. Und auch bei den ländlichen Gegenden, nehmen wir die Stadt Bi, die sich ja momentan vor Instagrammer nicht retten kann, im wahrsten Sinne des Wortes, hatten wir ja auch schon das Thema. Oh, das ist eine besondere Seuche. Ja, die sowieso. Was haben sie? Instagram. Oh ja, das ist ungefähr genauso schlimm wie Facebook, ne? Aber... Ja, aber die machen wenigstens, naja, diese... Ne, also alles bei Facebook ist schlecht, außer unsere Seite. Ha, ha, ha. Okay, das war jetzt schlimm. Nein, aber das Ding ist halt, die Leute sind überfordert in den Regionen. Und jetzt werden halt weitere Maßnahmen erfasst, wie zum Beispiel bei einigen Flughäfen die Starts und Landungen, also die Quote erhöht. Das hilft aber einfach alles nur bedingt. Und trotz allem ziehen die meisten Menschen momentan einfach Tokio. Und die Stadt wird halt immer größer und größer und größer. Und wer Tokio kennt... weiß auch, dass Tokio jetzt, das Ding ist überlaufen. Klar, es platzt. Es gibt immer noch kleinere Ecken da, wo man sich in Ruhe bewegen kann, aber ganz ehrlich, da ist es tourismustechnisch gesehen ja, es sind Wohnhäuser. Und die Stadt ist jetzt auch nicht unbedingt gerade die schönste der Welt, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Es ist halt einfach eine Betonwüste im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist halt schade, weil durch das Aussterben der ländlichen Region sterben auch sehr, sehr viele Traditionen aus, von denen man hier halt so schwärmt, aber ja, die sind dann einfach irgendwann nicht mehr da. Ja, sowas wie örtliche Sommerfeste oder Umzüge und dergleichen. Ich weiß jetzt leider gerade nicht, wie das heißt, aber es gibt ja dieses, dass die Monster da aus dem Wald kommen und die Kinder erschrecken. Ich habe jetzt den Namen des Festivals, also der Tradition leider vergessen, aber da gibt es ja zum Beispiel auch schon ganz große Probleme, weil das stirbt auch schon in sehr, sehr vielen Regionen aus, obwohl das eine sehr, sehr schöne Neujahrstradition ist. Mhm. Und ich kenne das bloß irgendwie so mit dem Löwentanz, dass da so halt so zwei Menschen als Löwe verkleidet dann von Haus zu Haus gehen und die Kinder irgendwie erschrecken. Ja, das ist so ungefähr das gleich. Also es ist so ähnlich, weil es ist halt eben, sowas stirbt halt aus. Und in vielen Regionen ist es so, naja, es gibt ja kaum Arbeitsplätze. Du hast dann das Problem, klar, die Jugend zieht weg, ist das logisch. Ah, genau, das Yokai-Fest, danke. Das kam gerade aus der Regie. Die Jugend zieht halt weg, klar, Perspektivlosigkeit, da will man irgendwo anders hin. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass die Regierung von Abe auch noch gesagt hat, ja, liebe Leute, die Frauen sind dran schuld, weil Frauen haben überhaupt keine Perspektive auf dem Land, also kommen sie alle nach Tokio. Gut, Schuldigen gefunden. Oh Gott, das ist irgendwie... Es ist unmöglich. So, und wenn wir schon bei Abe sind und die weiter kritisieren, wir haben noch die Sache mit der Gleichstellung. Also sprich, Frauen werden ja trotz etwaiger Ansagen von ihm weiterhin sehr diskriminiert, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Fängt ja schon an, alleine bei Stöckelschuhen. Und dann natürlich noch die kleine Tatsache mit dem Wasser in Fukushima, wo er ja ganz offen gelogen hat. Ne, weil zuerst hieß es damals, ich glaube 2015 oder so, als sich Japan oder beziehungsweise Tokio für die Olympischen Spiele beworben hat, sagte er, das Problem, das ist beseitigt und so weiter. Und ja, vor ein paar Tagen kam dann jetzt erstmal ein neuer Bericht, wo es dann hieß, ja, nix ist. Das ist ein Riesenproblem, die wissen immer noch nicht, wohin mit dem Wasser. Und die Aufbereitung funktioniert halt auch nicht. Ja, was machen wir nun? So, und also Abe ist halt in meinen Augen ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr zwiespältiger Politiker eigentlich. War auf der einen Seite klar, er versucht viel, aber es kommt halt nie unten irgendwas bei raus. Ja, ich meine, es gibt eine ganze Menge Anweisungen von der Regierung, auch bei vielen Bereichen, bei der Gleichstellung, bei dem Tourismus, aber der überlässt es dann, also die Last lässt er dann aber den einzelnen Regionen, bei den Regionalverwaltungen, ne? Allerhöchstens wird was bezuschusst mal, aber meistens muss es dann halt selber gelöst werden. Kyoto, ja, tut mir leid, musst halt deine Touristenzahlen selber irgendwie machen. Naja, aber wir fördern natürlich weiter kräftig. Und wir sehen es ja jetzt auch bei dem Gesetz, was halt besagt, Kinder dürfen nicht mehr geschlagen werden. Das ist jetzt ganz grob übersetzt. Okay, sie dürfen nicht mehr geschlagen werden, aber es gibt keine Strafen. Das wollte ich auch gerade sagen. Im Prinzip ist es auch immer so, dass es irgendwie Gesetze gibt oder Maßnahmen und Regelungen etc. Und es aber im Prinzip überhaupt keine richtigen Richtlinien dafür gibt und auch überhaupt keinen richtigen Strafen. Es ist immer im Prinzip so, könntet ihr das jetzt bitte so machen? Dankeschön, so, toll, so wir sagen danke das sehr. Jetzt, und ihr macht das und wenn ihr es nicht macht, dann ja, dann halt eben nicht. So. Bei den Regelungen für Hassrede haben sie doch genau dasselbe Problem, oder? Ja. Genau, das ist aktuell ein ganz großes Thema. Ja, also ich meine, da hat er jetzt, ich weiß jetzt nicht, in welche Stadt das war, Kumamoto oder war das Kawasaki? Kawasaki war es. Die haben, also wollen das Ganze jetzt unter Strafe stellen, also auch wirklich mit empfindlichen Geldstrafen.
Aber viele Präfekturen sagen halt auch, ey Freunde, da muss einfach die Regierung ran. Das Gesetz gibt es jetzt schon lange genug. Da kommt einfach überhaupt nichts. Und wer Hassreden kennt, der sollte wirklich mal nach Japan fahren. Da lernt er dann tatsächlich eine ganz, ganz neue Dimension von Hassreden kennen, weil da wird dann auch offen zum Mord aufgefordert. Naja, ohne Strafen wird das halt einfach nichts. Und das ist, wie soll denn sowas funktionieren? Also diese Halbherzigkeit von der Regierung verstehe ich einfach nicht. Man müsste sich einfach vorstellen, dass so die allen herkömmlichen Polizeigesetze einfach auch so auf Selbstbasis basieren, so, du sollst nicht stehlen, aber wenn du das machst, naja. Ist halt so, können wir auch nicht ändern. Okay, und du hast jemanden umgebracht, na gut, eigentlich darfst du das nicht, aber kann ja mal passieren. Also das ist, ich würde mir so sehr wünschen von der japanischen Regierung, dass die da in der Hinsicht wirklich mal Härte zeigt und tatsächlich konsequent da Regelungen und auch, wie gesagt, Strafen aufstellt, weil vor allem aufgrund der aktuellen Situation, die halt jetzt zwischen Japan und Südkorea auch ist, verstärken sich diese Standpunkte im Thema Hassreden massiv. Also wenn man sich da so ein bisschen umhört und umguckt, da gibt es ja teilweise Gruppen, die wirklich kontinuierlich gegen Südkoreaner hetzen auf eine Art und Weise, die wirklich einfach nur, man kann es nicht anders sagen, einfach nur widerlich ist. Und die können im Prinzip dagegen aber nichts tun. Das ist halt so, naja, wir beobachten die irgendwie, aber am Ende ist halt nichts. Also man tut dagegen nichts. Man lässt die Leute richtig reden am Ende. Ja, und die Sache mit Südkorea ist ja allgemein auch noch so eine komische Aktion von Abe, weil was soll denn diese Exportbeschränkung auf einmal? Also jetzt mal abgesehen davon, dass sie auch der Weltwirtschaft wirklich wehtun, das muss man mal ganz ehrlich sagen, ist es halt einfach so, gut, Südkorea wollte halt eben ihr Recht, Japan meint, nee, haben wir schon geregelt, das geht da halt um die Sache der Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg. Ja, toll, man hätte sich auch an einem Tisch setzen können, aber was macht natürlich die japanische Regierung? Export, Einschränkungen etc. bla bla. Und stachelt dann halt auch selber noch die Bevölkerung auf. Das ist so eine Sache, die auch total dämlich ist, weil es ist halt so, eigentlich ist Südkorea in Japan sehr beliebt, bei der Jugend vor allen Dingen. Und das gleiche auch mit in Südkorea selbst, da war halt Japan sehr, sehr beliebt. Die waren halt auch auf dem Platz 2, was die Touristenzahlen anging. Und das Ganze ist jetzt komplett zerstört worden. Ja, ich finde es sowieso relativ ziemlich dreist von der japanischen Regierung zu sagen, die Angelegenheit ist schon geregelt. Ja. Denn in diesem Vertrag von Anno Dazumal, diesen Grundlagenvertrag von 1965, glaube ich, war es, da steht überhaupt nichts drin zu dem Thema. Eben, und gut, ich meine, klar, in Südkorea gab es auch ganz kräftige Hardliner, die da ganz extrem übertrieben haben. Auch die Sache, mit denen wir frieren jetzt mal Vermögenswerte von japanischen Firmen ein, war jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Man hätte einfach mal reden können, nur so zur Abwechslung. Und das Ganze, was wir jetzt haben, nach einem Monat, wo es diese Exportbeschränkungen gibt auf Produkte, die man zur Herstellung von Mikroprozessoren und Handy-Displays braucht, naja, das Ergebnis, Touristenbetriebe oder Firmen, die sich mit Tourismus zu tun haben oder in der Branche sind, haben mittlerweile ganz immense Einbußen, weil einfach Korea sagt, Firmen kommen in Schwierigkeiten, weil der Export nach Korea von Produkten halt zusammenbricht, denn in Korea wird ja offen dazu aufgerufen, boykottiert die Produkte. So, viele Menschen reisen halt nicht mehr hin, weil sie einfach sagen, lassen wir das mal, oder sie kriegen ganz auf den Deckel, wenn sie doch hingereist sind, weil sie die Reise halt ein paar Monate im Voraus gebucht haben und ein Foto dann auf Facebook posten. Also da gab es auch schon heftige Geschichten. Also diese ganze Hass, ich verstehe es auch nicht, weil es ist Blödsinn. So, dann kommt ja halt hinzu, dass diese Maßnahmen in dem Fall treffen sie die Weltwirtschaft, die ja jetzt dadurch auch tatsächlich, also Zahlen belegen, es halt Schaden genommen hat. Das ist halt einfach alles total unverständlich. Und also nur um es kurz zu erklären, das Problem ist, dass bei diesen drei Materialien, die eben für die Herstellung benötigt werden, ist Japan im Prinzip Weltmarktführer. So, und es kann, also der Bedarf kann halt wirklich nur vernünftig gedeckt werden, wenn eben diese Produkte auch vernünftig geliefert werden können. Und das ist jetzt halt einfach nicht mehr der Fall. Und jetzt am 2. August kommen weitere Beschränkungen hinzu. Da geht es dann halt auch um andere Produkte. Und ja, das wird dann nochmal übel. Ja klar, aber die Handys, da schmerzt schon besonders deutlich. Ne? Ja, ist ja nicht nur das, aber auch RAM und so weiter wird dadurch ja teurer. Die ganze Elektronikwirtschaft, die leidet ja wirklich unter diesen Einschränkungen. Und das ist halt auch so ein Ding, so ein warum zum Teufel machen sie das? Also sprich, warum redet man nicht? Warum müssen immer diese wir sind starke Nation, wir müssen es zeigen. Ich meine, Trump richtet schon genug an, jetzt muss doch nicht aber auch noch das Spiel mitspielen.
Ach, im Prinzip sind es auch nur aktuell zwei Affen, die sich gegenseitig mit Scheiße beschmeißen. Oh, das ist natürlich ein bisschen grob. Nein, also ich bin da ganz hart, weil im Prinzip, man hätte diesen Konflikt eigentlich so einfach lösen können, indem halt erstens Südkorea ein bisschen gewartet hätte und vielleicht ein klitzekleines bisschen Verständnis aufgebracht hätte und nicht sofort eskaliert wäre, bloß weil Japan Nein gesagt hätte. Mhm. Und auf der anderen Seite, dass Japan einfach Einsicht gezeigt hätte, dass man mal für einen klitzekleinen Moment gesagt hätte, okay, wir haben das vielleicht nicht so geil geregelt. Ich meine, das hat man bei den Trostfrauen ja auch schon versucht, anders zu regeln. Das hat zwar auch nicht funktioniert. Aber da gibt's ein Problem. Ich meine, Japan leugnet ja im eigenen Land sogar diese Vergangenheit. Du findest, also in Schulbüchern kommt das zum Beispiel gar nicht vor, das Thema. Das meine ich ja in dem Sinn, aber sie hätten doch in der Hinsicht wirklich, also wie gesagt, das ist ein Konflikt, der nicht hätte eskalieren müssen. Und deswegen sage ich, es sind zwei Affen, die mit Scheiße schmeißen, weil was anderes ist es nicht. Diese Exportbeschränkungen sind dämlich, die Boykottaufrufe von Südkorea sind dämlich. Genau wie jetzt zum Beispiel, das ist auch ganz aktuell, dass halt Busan jetzt gesagt hat, sie wollen halt auch die Zusammenarbeit nicht nur allgemein, Busan, die Beziehung. Nee, das sind sogar noch viel mehr Städte, die jetzt komplett ihre Austauschprogramme im Prinzip eingestellt haben. Und darunter leiden natürlich mal wieder die Bevölkerung. Die Kleinorte. Ja, und die Bevölkerung vor allen Dingen. Ich meine, es ist. Die fällt also ja es ist halt so, jedes Jahr gibt es einen Austausch einiger japanischer Schüler, die halt, Quatsch, südkoreanischer Schüler, die halt nach Japan geschickt werden zum Fußballspielen. Ich meine, ist eine nette Tour, warum nicht? Kann man machen. Schönes Austauschprogramm eigentlich. Und so solche Sachen fallen jetzt halt weg. Toll. Ja, ganz ehrlich, ich bin auch total dagegen, welche Richtung die japanische Regierung und die südkoreanische in dieser Sache da fahren. Aber ich habe so meine Befürchtungen, dass dieser Konflikt nicht einfach so mit reichen wir uns die Hände gelöst hätten werden können, sondern das hätte wohl eine längere Zeit in Anspruch genommen, um die Stimmung im Land an sich überhaupt noch zu pflegen. Weil da gibt es ja in den Umfragen, merkt man ja, dass eine Menge Japaner und eine Menge Südkoreaner gegenseitig das Land nicht als so besonders positiv empfinden. Naja, aber Nachbarn. Die Meinung gerade bei der Jugend war halt anders. Und darauf baut das Ganze ja auf. Ich meine, ganz ehrlich, wir alten Leute werden ja irgendwann alle nur mal hops gehen und die Jugend drückt halt nach. Und wenn da die Meinung dann vernünftig ist, ist ja alles okay. Und das ist halt das Problem. Es ist halt einfach diese extreme Verbohrtheit der japanischen. Und deswegen meinte ich auch, man hätte einfach ein bisschen Geduld haben müssen. Man hätte nicht gleich halt mit den Rambock ins Haus fallen müssen. Also in dem Falle. Und ich tendiere auch eigentlich eher dazu, dass ich vor allem Japans Verhalten massiv verurteile. Also klar, Südkorea hat sich auch nicht richtig verhalten, aber im Prinzip war ja Japan der ausschlagende Grund, indem sie halt einfach ganz eiskalt gesagt haben, also machen wir nicht. Die Sache mit den Trostfrauen hat definitiv Südkorea verbockt. Das muss. Na, das mit den Trostfrauen meine ich nicht. Wir reden ja immer noch jetzt über den aktuellen Konflikt und der baut ja eher auf die Sache mit den Zwangsarbeitern. Sind beide, auf. Weil das Problem ist, es gab halt, wurde, ich glaube, 2017 oder 18 wurde die Trostfrauenstiftung gegründet. Da hat Japan auch gut Geld reingepumpt und da haben auch da Menschen tatsächlich Geld für bekommen. Und da hat ja Südkorea ja abgedreht, hat gesagt, reicht nicht, etc. und so weiter. Die Stiftung wurde jetzt auch tatsächlich geschlossen, was ja dann im Prinzip auch wieder nur den Menschen schadet. Also sprich, eigentlich ist das so dieser schwelende Streit über beide Themen. So, und anstelle sich wirklich mal zu einigen, ich meine, wir müssen ehrlich sein, im Zweiten Weltkrieg hat Japan da nun mal extrem Mist verzapft. Die waren damals wirklich richtig schön, also heftig grausam. Ja. So, und ja, tut mir leid, aber Deutschland musste auch, ich meine, wir wehren uns hier und da auch dagegen, aber auch wir haben natürlich unser Last zu tragen. Das ist einfach so, nur wir verschweigen unsere Vergangenheit nicht. Ja, also ich glaube schon, dass Japan, wenn sie mal durchgreifen würde bei dem Thema Hassrede, dann ein bisschen die Wogen glätten können, wenn es den extrem rechten Gruppen aus ihrem Land, die dagegen Südkorea wettern, so ein kleines bisschen den Haaren zudrehen würde. Aber sie macht ja dasselbe. Das ist ja der Witz dann. Sie macht ja mit ihren Umfragen und so weiter genau das Gleiche. Jetzt über die neue Erweiterung der Exportkontrollen haben sie ja angeblich vorher das Volk gefragt in einer Umfrage und da gab es dann halt eben ganz immense Rückendeckung. Gut, ich habe jetzt keine Ahnung, wie groß die Umfrage genau war, aber es ist halt so, sie stacheln auch auf und auf beiden Seiten macht auch die Presse ganz kräftig mit. Also ich meine, was man teilweise in Südkorea zu lesen bekommt, das ist wirklich heftig. Es gab zum Beispiel zu Anfang gleich diese Aussage, Japan führt das ein, weil eben Material nach Nordkorea geschmuggelt wird. Also Kimi lässt grüßen. Das Gerücht kommt aber von der Presse und wurde von allen Seiten aufgegriffen, ohne es wirklich zu prüfen. Und dadurch ist das Ganze ja noch schneller eskaliert. So, und das ist halt auch ein gewaltiges Problem.
Die Presse sucht halt auch nur das, was halt in ihr Bild passt, im Prinzip. Zumindest der größte Teil der Richtig. Presse Und dann, ist ja in Deutschland auch nicht nein, natürlich anders, im nicht. Ich Prinzip. meine, ne, da sind wir dann wieder bei Schweinefleisch und Bild-Zeitung. Props an die Kollegen der Bild-Zeitung. Das habt ihr echt toll gemacht. Ja, aber es. Sonst glauben die das noch ja, ich wirklich. weiß, aber du ganz ehrlich, wer bei der Bild-Zeitung arbeitet, hat eh die Kontrolle über sein Leben verloren. Also von daher. Oh Mann. Entweder aus einer Mücke einen Elefanten machen oder aus einem echten Problem einfach so ein, oh, hier ist nichts zu sehen. Hey, seitdem Und dann weiß bauen ich, wir eine dass Baustelle. Schweinefleisch zur deutschen Kultur gehört. Ich wusste das vorher auch noch nicht. Ich wusste auch nicht, dass Spinat ohne Schweinefleisch nicht schmeckt. Das fand ich auch weird. Okay. Egal, Na, egal, lassen wir macht, das Moment, einfach. Moment, Moment, macht Fleisch, Schweinefleisch in Spinat? Das ist doch eh. Anscheinend. Also Speck, meint er. Das habe ich Das ja noch wäre nie. mir auch neu. Das habe ich noch Es nie gibt gehört. unterschiedliche Geschmäcker. Ja, alle ganz verwirrt hier, die Ja, tut mir leid, ich Vollblutdeutschen. kenne Schweine mit Spinat einfach nur als Spinat? ekligen grünen Haufen, der aussieht wie ausgekotzter Rasen oder wiedergekäut von der Kuh, was man Kindern zu essen gibt, wenn man sagt, ihr braucht jetzt irgendwelches Gemüse und ich habe beziehungsweise irgendwas Gutes und ich habe gerade kein Samostol rumliegen. Ah nee, so wild ist es nicht. Frische Spinatblätterchen kaufen, kurz ins heiße Wasser und dann in die Ja, Rahmensuppe entschuldige, für ich den dachte Dirk. jetzt das Zeug mit dem Blub, das ganz eklige. Ja, das kannst du als Spinat bezeichnen, aber da würde ich mich gegen weigern. Wer kauft denn auch den Spinat mit dem Blub? Ich meine, ich koche das selbst, aber gut. Jetzt sind wir irgendwie bei Spinat gelandet. Auch schön. Von Hassreden zu Spinat. Das soll mal jemand nachmachen. Ja, gut, So. ich würde sagen, kommen wir jetzt mal zu einem lockeren Thema. Im wahrsten des Ja, Wortes. Und gerne. zwar haben wir da ja gerade Makoto Shinkais neuen Film. Der Weathering with You. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, stimmt so. Von der Geschichte her hört er sich irgendwie genauso langweilig wie Your Name an. Aber er ist ein größerer Erfolg als Your Name. Und das schon innerhalb von 3 Tagen. Bisher zumindest. Mal Nee, sehen, wie weit er er läuft auch reicht. diese Woche. Gut, ich habe ja vorhin die Zahlen angeguckt. Auch da ist er wieder besser. Hui, hui, Also, hui. er hat jetzt circa. Was sind das? 13 Millionen Yen, also knapp 14 Millionen Yen innerhalb der ersten 3 Tage eingespielt. Das ist schon ordentlich. Das sind immerhin 28,6% mehr als Your Name. Und Your Name war ja wirklich ein ziemlicher Erfolg. Ein Also riesiger, außer in ja. Deutschland, weil wir da dummerweise in der Nebenrolle einen Synchronsprecher hatten, wo sich bei mir die Nackenhaare gesträubt haben. Aber okay. Also ich muss auch zum eigenen Beschämen jetzt sagen, dass ich Your Name immer noch nicht Brauchst du gesehen auch habe. nicht. Ich hatte mir ihn irgendwie mal ausgeliehen und ich habe es einfach vergessen, ihn zu gucken. Also ich wollte ihn eigentlich ganz gerne gucken, weil ich ja, ich bin so ein Animationshure, wie ich immer so schön sage. Ich stehe total auf wunderbar schön animierte Sachen und schöne Hintergründe und so. Und der sah wirklich gut aus und ich wollte mir ihn angucken und ich fand die Story auch, naja, nicht ganz so grässlich. Und ich bin bis jetzt noch nicht Aber dazu Schinker hat selber gekommen. gesagt, dieser Film ist scheiße. Okay, er hat seinen eigenen, Ja, also er hat danach das. Your Name tatsächlich verteufelt. Man muss dazu sagen, Shinkai hat ja auch eine sehr bemerkenswerte Geschichte hinter sich. Ich meine, der hat seinen ersten Anime tatsächlich auf dem Apple erstellt. Zu In Hause, Eigenarbeit, ja. in Eigenarbeit mit seiner Frau zusammen. Und ganz ehrlich, das sind super Werke. Also, ich liebe seine alten Filme auch sehr. Und mit Your Name hat er ja seinen ersten wirklich richtig heftigen Erfolg gehabt. Aber der war halt auch dementsprechend natürlich drauf getrimmt. Es ist ein komplett durchgeplantes Projekt gewesen. Und das gleiche ist jetzt auch mit Weathering with You. Ich würde es auch nicht wundern, wenn er das irgendwann dann sagt. Die Animation auch bei Your Name, Bombe, ganz ehrlich. Also die ist wirklich richtig hübsch geworden. Bei der Geschichte ist das allerdings tatsächlich ziemlich flach. Und jetzt auch bei seinem neuen Film ist die Geschichte eigentlich nicht großartig anders. Also es geht halt, ne, Junge vom Land, Mädchen aus der Stadt treffen sich, Liebesgeschichte, bumm, fertig. So, und das war's. Also, ja, ist im Prinzip nichts anderes, als er vorher auch hatte. Nur, dass bei Your Name halt noch ein bisschen verworren an das Ganze gespielt hat. Aber im Prinzip war das nichts anderes. Ich meine, der hat doch auch einen Gag bei Weathering with You drin, oder? Der Bestimmt. irgendwas im Sinne von wegen, es fängt an zu regnen und hört nicht mehr auf und es könnte irgendwas mit der Arbeitsstelle, wo der Hauptcharakter drinsteckt, zu tun haben oder so, war irgend so ein Unsinn. Naja, irgendwie sowas. Lassen wir uns mal überraschen, nicht? Na ja. Trotz allem ist es natürlich schön, dass er jetzt Erfolg hat. Man gönnt es ihn auch. Ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen zu kritisch, weil so an die Qualität von 5 Zentimeter per Second kommt es natürlich nicht mehr ran. Ich finde es auch schade, dass der Film einfach überhaupt kein wirklicher Erfolg war. Das ist echt schade. Der hätte das wirklich verdient gehabt. Aber naja, gut. Trotz allem ist es halt so,
Der Film wird in 140 Ländern erscheinen, auch in Deutschland bei Universum oder Universum Anime. Da bin ich mir jetzt gerade immer noch nicht so ganz sicher. Das wurde halt schon angekündigt. Also von daher, das wird wahrscheinlich wieder ein durchschlagender Erfolg. Ich finde es ja eigentlich ganz interessant, dass der Soundtrack, der ist ja von Red Rims. Und der hat ja auch den Titelsong dazu beigesteuert. Und dass der jetzt so als Symbol für den Brandanschlag auf Kyoto Animation so ein bisschen genommen wird. Das fand ich sehr interessant, dass da jetzt so eine Verbindung gebaut wurde, obwohl ja halt der Film mit diesem Animationsstudio nicht wirklich was zu tun hat. Ja, vor allem, weil Kyoto Animation ja momentan selber zwei Filme noch laufen hat. Da hätte man eigentlich einen von den beiden nehmen können. Mhm. Also ja. Ja, aber irgendwie waren die Leute so gerührt von diesem Song. Also es ist ein sehr schöner Song, muss ich auch sagen. Und man kann auch so ein bisschen halt dieses Gefühl von Trauer und der Hoffnungslosigkeit da drin sehen und dass halt die Sonne dann wieder anfängt zu scheinen und so. Also das fand ich sehr interessant, dass es dann diese Verbindung tatsächlich gab zu dem Song und halt diesen Vorfall. Naja, damals in den USA war ja Enya auf einmal ganz angesagt. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der Song heißt. Ich finde den auch grausam, wenn ich ehrlich bin, aber der wurde ja hoch und runter gedudelt. Das ist eine Weile her, ne? Ja, es ist ein bisschen her, deswegen weiß ich den Songnamen auch beim besten Willen nicht mehr, aber das... Ja, ich weiß, welchen du meinst. Ja, da waren auch, den haben sie damals zu 9/11 danach rauf und runter gespielt. Ja. Gibt's auch ein offizielles Video, glaube ich, echt? Dazu, was da zur Zusammenarbeit mit Spenden und so entstanden ist. Genau, Only Time heißt es. Ja, es hätte schlimmer kommen können, nicht? Ich kann verstehen, wieso man ihn nicht mehr hören kann, wenn man den so oft rauf und runter gespielt bekommt. Ja, sagen wir mal so, lieber so ein Song, der hat ja zumindest noch ein bisschen die Seele berührt, in Anführungsstrichen. Bei der deutschen Einheit, bei uns ist es ja schiefgelaufen, wir haben ja David Hasselhoff abbekommen. Der hat doch die Mauer eingerissen. Ja, kein Wunder, mit dem Hank gesagt hat aber mehr als die Mauer eingerissen. Also sorry. Aber wenn wir schon bei Kyoto Animation sind, da gibt es zwei Updates oder beziehungsweise drei Updates genau genommen. Oh, okay. Zum einen ist es ja so, dass leider die Todeszahlen, also die Zahl der Opfer zugenommen hat. Es ist jetzt noch einer im Krankenhaus gestorben. Erfreulicher in der Hinsicht ist es, dass die beiden Spendenkampagnen, also einmal die von Center Filmworks, mittlerweile über 2,27 Millionen US-Dollar eingebracht hat. Und auch Kyoto Animation hat ein Spendenkonto eröffnet, ganz hochoffiziell. Und da sind innerhalb von drei Tagen oder zwei Tagen, Moment, okay, vier Tage, sind über 5,17 Millionen Euro zusammengekommen. Also die Spendenbereitschaft der Fans ist wirklich bombastisch, muss man ganz ehrlich sagen. Das Schöne ist, dass sowohl Center wie auch Kyoto Animation sich dazu geäußert haben und gesagt haben, also passt auf, Freunde, das Geld von Center, also von der Center Filmworks Kampagne wird halt erst geklärt, also wer es kriegen soll. Das heißt also, wir werden eben damit auf jeden Fall die Familien unterstützen und werden euch halt auch genau informieren und erst dann wird das Geld ausgezahlt, wenn ihr damit halt einverstanden seid. Und das Gleiche ist halt eben auch mit dem Geld von, was Kyoto direkt eingesammelt hat. Zuerst kommen halt eben die Betroffenen und dann kommt erst das Studio. Und das ist total klasse. Also Na, was anderes wäre auch, denke ich, ziemlich unmöglich als Reaktion. Relativ, also das, also das habe ich schon anders erlebt. Also. Außerdem, das dritte Update ist, das wurde heute, glaube ich, bekannt gegeben oder gestern, so ganz genau weiß ich das gerade nicht. Die Kölner Oberbürgermeisterin, Gott, wie heißt sie denn? Henriette Ricker hat ebenfalls ihr tiefes Beileid ausgedrückt, weil Kyoto ist ja die Partnerstadt von Köln. Und sie hat sich dann, hat ihren Amtskollegen halt einen Brief geschrieben, wo sie halt auch ganz gezielt eben wegen des Anschlags ja ihre Gedanken und die Gebete und so, also Gott, wie sagt man denn? Through some prayers. Ihre Anteilnahme. Ihre Anteilnahme, dankeschön. Halt ihre Anteilnahme ausgedrückt hat. Und das finde ich, ist eigentlich auch eine schöne Reaktion. Also, dass selbst bei uns Politiker mit das machen. Also jetzt, klar, es ist halt die Partnerstadt, aber zumindest kam halt aus der offiziellen Ecke auch noch was. Das ist eigentlich, finde ich, auch sehr schön zu sehen. Ja, je länger das vor sich, je länger das zurückliegt, desto mehr habe ich bei mir so das Gefühl,
dass es jetzt wirklich passiert ist, dass es ein riesengroßes Ereignis war, das durch die ganze Welt gegangen ist, weil das ist bei mir noch nicht angekommen also im Kopf eigentlich bisher. Ganz, ganz ehrlich, du kannst es eigentlich, auch wenn das jetzt ein bisschen krasser Vergleich ist, mit der USA vergleichen. Es ist ja tatsächlich so, dass die mediale Aufmerksamkeit, gut, die ist jetzt hier in Deutschland nicht ganz so heftig, also jedenfalls nicht jetzt von den großen Tageszeitungen und so weiter, aber im Prinzip, es wird genauso häufig in anderen Ecken drüber berichtet. Es ist halt also eigentlich unglaublich, was da passiert ist, weil es kam ja auch halt raus, so Sachen wie, dass der Täter schon im Voraus das Ganze, also das Studio und auch Plätze von einem Anime von Kyoto Animation, ich sag mal, ausgespielt hat, in Anführungsstrichen. Und natürlich gab es dann auch wieder haufenweise Falschmeldungen und all solche Spirenzien und eben, dass Kyoto Animation bereits im Oktober schon mit der Polizei gesprochen hat, weil es halt gezielte Drohungen gegen Mitarbeiter gab. Meine Güte. Man muss halt, glaube ich, auch noch mal ein bisschen deutlicher erwähnen, dass dieser Vorwurf, dass Kyoto Animation wohl ein Werk des Täters geklaut hat, sich mittlerweile, also auch bestätigt herausgestellt hat, dass das eben nicht der Fall war. Und vielleicht sollte man auch noch mal erwähnen, dass die Sache mit den Brandschutzbestimmungen eben so ist. Also die Brandschutzbestimmungen waren alle komplett gegeben, weil das Studio 1 wurde als Büro klassifiziert. Und da sind da zum Beispiel keine Sprinkleranlagen notwendig. Also insofern liegt da kein Fehler vor. Also darüber wurde ja spekuliert, vor allem in den deutschen Medien bis zum Abwinken. Das ist halt eben nicht der Fall. Also man kann ganz ehrlich sagen, eigentlich hat sich Kyoto Animation nichts wirklich zu Schulden kommen lassen. Das ist das Schreckliche daran. Mhm. Sie hatten einfach nur Pech. Ja. Es ist einfach nur eine einzige Tragödie. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich wüsste auch nicht, was das rechtfertigen könnte. Also nee, es kann gar nichts rechtfertigen, aber ich muss halt auch sagen, wir hatten ja zu Anfang auch diese, weil wir ja immer mit japanischen Medien zusammenarbeiten, hatten wir logischerweise auch diese Spekulation übernommen. Also halt gab es Probleme mit dem Brandschutz und was ist da jetzt mit dem Diebstahl genau? Und ich muss leider ganz ehrlich sagen, ich lese halt immer noch, dass sehr, sehr viele auch ausländische Medien halt schreiben, ja, Brandschutz war nicht gegeben und da gab es eine Geschichte, dass eben die Türen zum Dach sich nicht richtig öffnen ließen und so weiter. Und das ist halt alles an den Haaren herbeigezogen. Und das finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, in so einer Situation immer noch am schlimmsten. Weil ich glaube, gerade die Verantwortlichen in den Studien machen sich momentan schon genug Vorwürfe. Da muss man dann nicht so auch noch reinhauen. Ja, ich denke, in so einer Situation passieren halt Spekulationen relativ schnell, weil man möchte halt irgendwie einen Grund haben. Und es gibt ihn ja halt immer noch nicht. Die Polizei hat ja jetzt die Wohnung von dem angeblichen Täter durchsucht. Also man ist ja immer noch nicht sicher, ob er das wirklich ist. Der ist jetzt auch wohl auch wieder aus seinem Koma aufgewacht. Also er liegt ja aktuell im Krankenhaus, weil er ja selbst schwere Verbrennungen erlitten hat. Er ist aber noch nicht vernehmungsfähig. Nein, er ist noch nicht vernehmungsfähig. Er hat auch immer noch ist in einem sehr kritischen Zustand. Also es besteht wohl immer noch die Möglichkeit, dass er halt sterben kann an seinen Verletzungen. Obwohl man wohl bereits schon mit Hauttransplantation angefangen hat. Also ich weiß ja nicht, wie gut sich die Leute mit Verbrennungsopfern auskennen, aber auch wenn oberflächlich die Verletzungen halt nicht schlimm aussehen, desto mehr Haut praktisch verbrannt ist, desto geringer ist die Überlebenschance. Also desto schneller man da reagiert, desto schneller kann man den Leuten halt auch helfen. Und ja, und die Polizei sagt aber, sobald er vernehmungsfähig ist, wollen sie ihn auch offiziell festnehmen und befragen, weil er ist noch nicht festgenommen. Das ist, weil der Polizei halt du kannst keinen Schwerverletzten festnehmen, das geht nicht. Also sie hoffen halt endlich dann auch so ein paar Antworten von ihnen zu bekommen, weil in der Wohnung haben sie wohl bis jetzt nach aktuellem Stand auch nichts gefunden. Bloß eine Menge Flyer und Zettel, die wohl im Briefkasten steckten und Leute sich halt darüber beschwert haben, dass halt noch Licht an war und die Klimaanlage. Und Merchandise von Kyoto Animation, aber das ist ja weiß Gott auch nicht so ungewöhnlich. Ja, er war auch wohl angeblich auf irgendwelchen Seiten und hat die Serien geguckt, aber es sind halt sehr bekannte Serien, also das soll man jetzt auf keinen Fall irgendwelche Verbindungen ziehen, richtig, finde ich. Also es bleibt halt wirklich abzuwarten, was jetzt bei den Ermittlungen rauskommt. Ich denke, solange sollte man halt einfach auch nicht spekulieren. Es ist, wie gesagt, schlimm genug, was da getan wird und allgemein sollten wir vielleicht alle mal ein bisschen Luft holen, auch wenn es hart ist, aber es gibt ja halt immer noch sehr, sehr viele Forderungen nach Todesstrafe und so weiter und so fort. Wir sollten jetzt erstmal abwarten, was eigentlich bei rauskommt. Und den Opfern halt eben Respekt zollen, weil was anderes kann man ja sowieso nicht machen. Natürlich, also außer, dass man halt spenden kann und halt sein Mitleid ausdrücken kann. Das Studio sagt ja auch, dass es sich sehr emotional berührt fühlt, dass viele Leute halt schreiben und ihr Mitgefühl ausdrücken. Also ich denke, das ist aktuell die einzige Möglichkeit,
den Leuten und den Familien vor allem auch so ein bisschen zu helfen und so ein bisschen auch vielleicht die Trauer zu nehmen in dem Moment. Eben. Puh, schon wieder so ein hartes Thema. Da können wir eigentlich nur noch mit Katzen kontern. Ja, wir brauchen was Flauschiges. Was Flauschiges und Süßes. Ich finde schön, dass wir uns immer alle einig sind, dass Katzen immer was Tolles sind. Ja, immerhin haben wir ja die Geschäftsinhaber in Nishitachi, oder wie die Stadt heißt. Ach Gott, ist das ein doofer Name. Nishitachi, ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Also sag mal, eine Stadt in Miyazaki. Ein Stadtteil in Miyazaki. Das habe ich hinbekommen, ich bin gut. Ne? Auch ich habe damals durchaus Karate Kid geguckt. Ne? Wir erinnern uns alle Liebe von der Miyazaki. Miyagi hieß er, verdammt! Das hättest du jetzt so schön machen können und du hast es. Aber es war der coolste Hausmeister, den es jemals gab. So, er konnte Karate. Tada! Aber sie ist doch so, die Präfektur Miyagi gibt's auch. Also liegst du nicht ganz so falsch. Ich war da dran. Na, jedenfalls gibt es halt den Stadtteil Schieß mich tot und Tralala, dessen Namen ich immer noch nicht aussprechen kann. Und da gibt es sehr viele streunende Katzen. So, jetzt erlebt man gleich übrigens den Unterschied zwischen Deutschland und Japan, weil bei uns wurden die Katzen angefangen und dann weg mit denen. Nee, in Japan läuft es ein bisschen anders. Die Geschäftsinhaber, die dort Bars und so weiter betreiben, haben sich mit den Katzen arrangiert. Das heißt, die Katzen werden eingefangen, sterilisiert, aber dann wieder freigelassen und die können dann weiter rumstreifen. Dürfen auch in Bars rein, werden da übrigens wie Idols gefeiert. Das ist also zum Totschreien komisch, finde ich. Und Geschäftsinhaber kümmern sich um die Katzen und so weiter. Das ist so mittlerweile eine kleine Attraktion dort. Also das ist schon... Ich finde das schön. Es ist eine clevere Art und Weise, damit umzugehen, weil du kannst so ganz einfach den Bestand kontrollieren und du hast natürlich noch eine Attraktion für die Umgebung, ne, für dein Geschäft. Ja. Aber es ist halt ein Riesenaufwand. Ich finde es Wahnsinn, dass sie das in Bewegung gebracht haben. Es ist halt auch so, es gibt halt dummerweise natürlich auch wieder die Trottel, die betrunken sind und dann eben auf Katzen losgehen. Und da gab es eine Geschichte, dass ein Barbetreiber misshandelte Katze vor seiner Tür gefunden hat. Und alleine die Stammgäste dieser Bar haben die Hälfte der Behandlungskosten einfach so bezahlt, damit es der Katze wieder gut geht. Und das ist halt so, hey, es gibt ja doch nochmal Menschlichkeit. Bei der Geschichte muss ich irgendwie an das eine Museum denken in Japan, das den ganzen Tag nur damit beschäftigt ist, zwei Katzen immer wieder rauszuschmeißen, weil die so gerne ins Museum gehen wollen. Ich weiß das Museum gerade nicht, aber ich finde die Geschichte so süß. Die haben übrigens auch einen Twitter-Account, habe ich letztens herausgefunden. Da postet der Wachmann halt regelmäßig tatsächlich Videos, wie er mit dieser Katze da rumspielt. Gab es nicht auch letztens die Geschichte mit der Katze, die zum Todestag eines Filialleiters irgendwie nicht von der Tür des Convenience-Stores weggehen wollte oder irgendwie so in dem Dreh? Ja, das war irgendwie so ein bisschen skurrile Geschichte. Und zwar, das war halt ein Convenience, also so ein Convenience-Store in Gunma. Und der hatte von einem Tag auf den anderen saß da halt diese Katze auf der Fußmatte direkt vor dem Eingang und die hatten dann so ein Schild aufgestellt und meinten halt zu ihren Kunden, ja, es tut uns furchtbar leid, wir haben versucht, diese Katze wegzulocken, wir haben versucht, sie zu vertreiben, aber sie will einfach nicht weggehen. Und da das an dem Tag war, wo der Filialleiter seinen Todestag hatte, also der war wohl ein Jahr vorher, glaube ich, verstorben, der hatte an dem Tag halt seinen Todestag, hat man halt gesagt, man sieht das als Zeichen an, man lässt die Katze bleiben und man entschuldigt doch, dass die Kunden über diese Katze klettern mussten. Und die meisten waren aber so gerührt davon und haben dann halt so Sachen erzählt, wie so, ja, das ist der Filialleiter, der ist zurückgekommen an seinem Todestag. Und es war eine ganz süße Geschichte. Die Leute haben sich da wirklich so eine kleine Geschichte draus gemacht, dass diese Katze halt wirklich nochmal die wiedergeborene Form ist und halt auf Wiedersehen nochmal sagen wollte. Es war sehr niedlich irgendwie von den Leuten im Internet. Ach ja. Ja, dann möchte ich, glaube, bestimmt ist irgendein Grund dahinter, den man erklären kann, aber den möchte ich bei dem Fall wirklich ignorieren. Das ist einfach nur... Ja, vielleicht. Es ist wohl ein relativ weit verbreitetes Phänomen, dass Katzen sich gerne vor diese Läden legen, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass da halt an diesen Türen ist doch diese Heizung immer dran. Und ich glaube, daran liegt es. Also ich wollte es eigentlich auch nicht kaputt. Gut nach Katzenfutter, ne? Aber ich meine, ist ja eigentlich auch egal, was es war. Die Geschichte ist einfach niedlich. Ich meine, Gott, Chef kommt nochmal in Katzenform vorbei, um Tschüss zu sagen. Solange es ein guter Chef war, ist doch alles gut.
Ja, also wahrscheinlich, sonst hätten sie ja die Katze irgendwie andersweitig entfernt, gesagt, du bleibst hier nicht sitzen. Das kann nicht der Chef sein, auf gar keinen Fall. Der ist viel zu niedlich und flauschig. Die Katze hat übrigens kein einziges Mal gefaucht, das sollte man noch dazu sagen. Also scheint ein guter Chef gewesen zu sein. Ja, sie hat nicht gefaucht, sie hat auch keine Leckerlis angenommen, aber naja. Ich fand es auch interessant, dass viele Japaner dann so eigene Geschichten mit Katzen runtergeschrieben hatten, sowas erzählt haben, was ja, die Großeltern sind gestorben und seit dem Tag, an dem sie halt bestattet wurden, sitzen jeden Tag zwei Katzen immer auf dem Grundstück und gucken zu und so. Das fand ich sehr interessant, dass dieser Glaube doch irgendwie relativ verbreitet ist, dass tote Menschen als Katzen wiederkommen und dann so über die Leute wachen. Wer weiß, vielleicht ist es ja in dieser Stadt auch so, dass die streunende Katzen vielleicht auch irgendwelche Bargänger mal waren und sagen, hey Leute, wir schauen mal bei euch wieder vorbei. Wir geben einen aus. Wir sind wieder da. Ich habe vor der Barbesitze auch, kommt so die dunkle Bar, knipst das Licht an und schaut hier so die Katze an, so. Miau. Ja, dann, also, ich weiß nicht, irgendwie. Ach ja. Sie über Katzen reden, das beruhigt doch gleich wieder. Ja, Katzen funktionieren auch international. Ja, Katzen funktionieren immer. Ich meine, hast du großen Streit, halt eine Katze ins Bild, dann passt es wieder. Vielleicht sollten wir das mal bei Japan und Südkorea ausprobieren. Da sitzen die beide so grimmig an den Tischen und einer holt einfach so die Katze aus der Aktentasche raus und setzt die so hin und eine so, oh, Tagen Katze. Irgendwie schreiben muss, dass eine Katze Verhandlungen irgendwie wieder zum Laufen gebracht haben, dann weiß ich aber, was los ist. Man kann es doch mal probieren. Ich weiß, wenn alles bisherige nicht funktioniert hat, warum denn nicht Katzen? Ja, das stimmt allerdings. Das hört sich irgendwie nach so einem Internetspruch an. Wenn nichts geht, nimm eine Katze oder wie? Also eigentlich kenne ich den Spruch mit, wenn gar nichts so funktioniert, streu Glitter drauf oder so. Aber okay. Der ist meistens nicht umweltfreundlich und wir wollen doch auf die Umwelt achten. Dann nehmen wir lieber Katzen. Ja, okay, das stimmt. Wir hatten jetzt zum Schluss, würde ich sagen, haben wir ja noch die Sache mit Japan nimmt den Kampf gegen Online-Piraterie wieder auf. Das ist ja auch so eine Sache, die betrifft ja vor allen Dingen auch Anime-Fans hier in Deutschland. Denn wir wissen ja, wir kriegen ja nun mal nicht alles nach Deutschland als Lizenzprodukt. Ich meine, so viel können jetzt die Publisher, aber weiß Gott ja auch nicht lizenzieren. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen teuer. Und es gab im letzten Jahr schon eine Initiative der japanischen Regierung. Da ging es dann darum, so Webseiten wie Mangamura, über die wir letzte Folge gesprochen haben, dass sie halt gesperrt werden. Also sprich, die Publisher DNS-Sperren einbauen, die, wie wir wissen, natürlich auch nicht wirklich was bringen. Jedenfalls nicht, wenn man ein bisschen computerversiert ist. Und das wurde halt fallen gelassen, weil das Gesetz ein bisschen zu scharf war. Da ging es dann halt auch darum, dass man keine Bilder mehr auf seinen Webseiten veröffentlichen durfte und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es halt einen neuen Vorstoß eines Gremiums. Da geht es dann halt auch darum, Sperren soll legal werden. Das ist nämlich momentan tatsächlich nach japanischem Gesetz verboten. Und es geht auch dazu, dass Zugang zu Seiten, die kein jugendfreies Material oder beziehungsweise ja doch kein jugendfreies Material haben, dass die ebenfalls der Zugang halt erschwert wird. Also im Prinzip wie in England, wo ja Online-Pornografie irgendwie verboten ist oder der Zugang jedenfalls irgendwie geregelt wurde. Und da geht's halt natürlich grundsätzlich, sagt auch das Gremium, es geht halt um Anime und Manga. So, und weil das ist halt eben Millionenschaden und Peng. Also da bin ich wirklich zwiegespalten, weil man sollte ja schon dazu in der Lage sein, Webseiten, die eindeutig illegale Geschäfte machen, weil die machen ja dadurch Geld, durch die Werbeeinnahmen. Das ist ja nicht so wie die alte, die Vorstellung von dem Kavaliersdelikt, von dem Fan, der seine Fansubs per VHS durch die Gegend bringt, weil man sie sonst nicht bekommen kann. Das ist ja eine andere, das ist ja schon eine ziemlich illegale Masche. Und da, eigentlich sollte man schon dazu in der Lage sein, den Hahn zuzudrehen. Aber dann, dass man Seiten an sich blockt für alle Internetnutzer in einem Bereich, das ist für mich ein ziemlich schwerer Brocken zu schlucken. Das kann auch. Also ich meine, es sind ja auch, ich glaube, Kinox oder Kino, also Kino.to war gesperrt und ich glaube, Kinox ist jetzt aktuell von Kabel Deutschland, also / Vodafone, ist es ja auch gesperrt. Das wusste ich gar nicht.
Ja, doch, das ist tatsächlich, du kannst es über Ja, Kabeldeutschland stell's an und aufrufen. DNS-Server ein, dann geht's auch wieder. Also diese Sperren auf dieser Erstens Ebene das sind und total sinnlos, zweitens. aber Entschuldige, das zweitens. Ja, ich würde sagen, erstens das und zweitens endet Kinox und Co. ständig seine Domain. Also du kommst mit anderen Endungen sowieso immer Richtig. auf die Webseite. Also dann ist das nicht kinox.de, sondern kinox.to, kinox. Weiß Ja, nicht was. es gibt da. Also das ist nicht besonders clever, das einfach so zu Nein, machen. Also und das es ist halt bringt noch nicht der viel. Punkt. Das Hauptargument ist ja, es ist ja immer Grauzone. Grauzone hier, Grauzone da. Nein, ist es eigentlich Ja. nicht. Die Firmen und ja, Netter die, also wirklich. gerade in Deutschland ist es halt so, ich sag mal so, wer ist so blöd und legt sich freiwillig mit der Fanszene an? Generell keiner, weil das hat auch sonst Auswirkungen. Deswegen wird das hier in Deutschland eigentlich eher so als, naja, passiert halt, aber wir wollen das Geld nicht investieren, angesehen. Aber es ist eben keine Grauzone. Und wenn man jetzt zwei Sachen bedenkt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das verstehe ich bei, in Anführungsstrichen, Fans nicht. Ich will sie jetzt nicht direkt als Fan bezeichnen. Wir wissen ja, dass nun mal die Animatoren und so weiter in Japan echt beschissen bezahlt werden. Auch Mangakas werden halt nicht wirklich doll bezahlt. Es sei denn, man heißt jetzt Eiichiro Oda oder irgendwie sowas. Und wenn man halt überlegt, dass die Lizenzen ja nun mal auch Gehalt sichern. Und das darf man ja nun mal einfach nicht vergessen. Im Prinzip ist der Fan, der sich das illegal anschaut, klaut Gehalt. Also, Das ist so ein Argument, das schwer ja, ist, es ist ein ne? sehr schweres Argument, aber es ist nun mal leider so. Und wenn ich ja überlege, wir hatten ja die Diskussion schon so häufig. Und da gab es dann auch ganz viele Leute, ja, und BS, also wie heißt es nicht, Burning Series, glaube ich, wird ständig als hier kommen, da kannst du den Anime gucken, das ist ja vollkommen legal. Ja, nee, ist es nicht. Und die ganze Werbung, die da drauf ist und so weiter, die machen die Leute ja auch nicht zum Spaß. Also ich weiß auch, dass es Subgruppen gibt, also die wenigen, die wir noch haben, die auch wirklich ziemlich sauer darüber sind, dass da eben ihre Streams erscheinen. Und das kann ich auch verstehen. Ja. Und in Japan ist es halt eben so, natürlich ist das illegal, dort sowas zu gucken. Und es kommt auch sehr, sehr häufig raus tatsächlich, wie auch immer sie das machen, so versiert sind sie normalerweise gar nicht, wie wir ja beim letzten Mal festgestellt haben. Hey. Und es ist halt so, dass die, also jetzt mit dem neuen Vorstoß, das wird das Ganze halt so extrem verschärft, dass es halt doch schon zu bösen Internetsperren führen kann. Oh Mann, ich will nicht, dass da irgendwas passiert dabei, dass man dann zu Recht als Zensur bezeichnen könnte. Das wäre eine Richtung, die wäre nicht Naja, schön, wenn die aber da Japan wir ja schon einschlagen das würde. Thema hatten, inkonsequente Gesetze und so weiter und so fort, würde mich das ehrlich gesagt nicht wundern. Ja, also das Ganze ist Also, halt gefährlich. ich finde es halt eigentlich gut, dass man jetzt sagt, dass man da so ein bisschen durchgreifen möchte. Aber ich finde das halt auch mit den Sperrungen sehr Ja. kritisch, also man muss da sehr vorsichtig sein, weil das kann man halt schnell auch für andere Also Zwecke ich glaube, wenn. instrumentalisieren und deswegen, ja, das sind immer so Sachen, die man mit Vorsicht Ich halt glaube genießen muss, tatsächlich, ne? wenn Japan anfangen würde, weltweit einfach ganz klipp und klar Stellung zu beziehen, so Leute, nein, das ist keine Grauzone und ne, ihr schadet damit nun mal der Anime-Industrie, sorry, Leute, das ist nun mal so. Ich glaube, dann würden viele Fans das sich dem auch wirklich bewusst werden und dann auch nicht illegal schauen gehen. Natürlich, Das ist so eine es würden Sache. immer noch Leute machen, auf jeden Fall, aber ich denke mal, damit könnte man schon mal einen größten Teil dazu bewegen. Einfach nur, weil ein Verständnis dafür da ist. Dass natürlich, wie gesagt, weiterhin die Leute das machen, ja, logisch, das wird immer so sein. Und man muss auch mal ehrlich sein, es kommt halt einfach nicht alles her. Manche Leute wollen halt andere Serien sehen. Wir hatten das Thema zum Beispiel mit Konosuba, der in Deutschland ja unglaublich beliebt ist. Also ist so ein Comedy-Isekai, eigentlich der schrägste Isekai, den ich Ja. kenne. Und ich glaube auch der beste, wenn ich ehrlich bin. Er kam partout nicht nach Deutschland. Man muss dazu sagen, jetzt hat ihn halt Animoon lizenziert. Was eigentlich ich persönlich auch ziemlich cool finde. Und man konnte ihn halt gar nicht anders schauen, als entweder illegal oder so doof, wie ich das gemacht habe. Ich habe ihn mal wieder aus Japan importiert, haha. Oh. Tja, jetzt hast du die Ja, Arschkarten, naja, ne? also eigentlich habe ich nur Geldverlust dadurch, aber gut, so böse bin ich jetzt auch nicht drum. Ich brauche da nicht die deutsche Version. Bei solchen Animes muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es verstehen, oder wir haben auch gerade das Problem mit Damachi 2 zum Beispiel. Die Season läuft. Tja, wir haben alle gehofft, okay, Anime House lizenziert ihn. Ja, das war ja wohl bisher leider nichts. Also vom Simulcast hat noch keiner was gehört. Die Fans warten halt auf sowas. Und dann gehen sie halt natürlich das Ganze auch auf einschlägigen Seiten gucken. Das kann ich ehrlich gesagt auch verstehen. Ich finde es nicht gut, aber ich kann es halt verstehen.
Ja. Aber dieses Übermäßige muss nicht sein, weil wir haben, da kommen wir jetzt auch mal wieder zu unseren Sponsoren dieser Folge, zum Beispiel Crunchyroll mit ihren 4,99. Ganz ehrlich, 4,99 und ich kann alles gucken. Also viel gucken, sage ich jetzt mal, weil die Lizenzen ja sehr weiß viel. Gott nicht wenig. Und wir haben dann ja noch Anime On Demand und wie heißt der, Wakamin? Oder Wakanim? Ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht, fällt mir gerade so auf. Naja. Wakanim. Also ganz ehrlich, ich kann so viel gucken, wenn ich will. Das reicht erstmal zumindest um einen halben Tag abzudecken. Oder um einen Tag abzudecken. Und die haben ja auch Bestand an Serien. Es sind ja nicht nur Simulcast-Geschichten. Also von daher, ey, ganz ehrlich, dann noch Netflix dazu, Amazon dazu. Ja gut, man ist dann seine 50 Euro halt los. Aber das ist immer noch günstiger, als sich eine ganze Serie zu kaufen. So, und zusammenfassend gesagt, also ich finde, momentan ist der Markt eh proppenvoll, weil die Listen sind ja alle wie die Weltmeister. Warum reicht das nicht? Ja, weil du halt gesagt hast, es gibt halt so ganz bestimmte Dinge, die man ja doch dann irgendwie haben will und die halt nicht erscheinen. Ja, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sehr, sehr viel, was es halt hier schon gibt und was halt lizenziert ist, sei es jetzt von Crunchy und Co. Und das wird halt trotzdem illegal geguckt, weil man eben Geld sparen möchte. Das ist für mich einfach kein Argument. Ja. Man arbeitet ja so gegen die Szene. Und ich kann halt auch den Vorstoß durchaus verstehen, was Japan da macht, aber man muss halt höllisch aufpassen. Weil wir sehen immer wieder bei einigen Beispielen, zum Beispiel China, nicht, wo das ja ganz böse kontrolliert wird, oder halt auch England, die Sache mit dem Pornoseitenverbot, das ja total dämlich geregelt wurde. Also ich glaube nicht, dass sich Japan da Freunde macht, und wenn sie das Ganze halt noch schärfer als beim letzten Vorstoß machen, dann ouch. Ja, also für mich hat das Argument, dass Piraterie ein Service, ein Dienstleistungsproblem ist, immer noch ziemlich viel Gewicht. Ja. Und ich denke mal, wenn Japan stattdessen oder mit dieser Aktion hier, mit diesen Maßnahmen, noch die Lizenzvergabe nach außen, in die Außenwelt fördern würde, auf irgendeine Art und Weise, das geschmackhafter machen würde, wird sie wahrscheinlich auch damit dagegen halten können. Naja, natürlich, klar. Also es wird auf jeden Fall spannend, was da jetzt noch bei rauskommt. Es ist ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, dazu machen wir demnächst auch mal wirklich eine Sondersendung. Das wäre vielleicht eine Idee. Wir haben auch ein paar Gäste mittlerweile schon organisiert. Also da könnt ihr euch schon darauf freuen. Und ja, aber mehr verraten wir noch nicht. Es werden halt ein paar extra Sendungen werden, die sehr interessant werden. Ich würde sagen, dann beenden wir das Ganze für heute. Wir haben jetzt, Alex, noch ein klitzekleines Thema, weil wir sind ja eigentlich ein News-Magazin und dadurch haben wir natürlich eine Redaktion. Jawohl. Und Leute, wir könnten euch Geschichten erzählen, aber das lassen wir mal lieber. Also wir haben genug. Mach sie nicht neugierig, jetzt wollen sie es bestimmt wissen. Können wir ja irgendwann auch mal einen Sondersendung machen, so Fails bei Sumikai. Oh Gott, das werden mehrere Sendungen. Eieieiei. Ob das denn noch auf Apple, auf iMusic erscheinen darf und so. Ich erinnere mich noch ganz liebevoll an die Sache mit dem Rettich, ne? Mit diesem Rettich erdolche ich dich. Oh Gott, was für eine Aussage. Wir könnten ja auch einfach mal eine Sondersendung machen. Ich glaube, da könnten wir sogar auf Tour gehen und so unlektorierten Artikel vorlesen. Das wird Spaß. Oh Gottes Willen. Oh ja. Also ich meine, nach ein paar Artikeln am Tag hat man so die Schnauze voll. Da kommt dann... Nee, mach mal lieber nicht. Das wäre die beste Comedy-Show ever. Ja, ich erinnere mich, wie ich einmal, ich weiß nicht mehr, welcher Lektor das bei uns war, weil der hat einen halben Lachkrampf gekriegt, weil ich aus Versehen statt Premierminister Shinzo Abe Pornominister Shinzo Abe geschrieben habe. Ich habe es auch nicht bemerkt beim Korrigieren. Entschuldigung, ja. Ich fand es aber auch sehr lustig im Nachhinein. Ja. Okay, Hausmeister, Ja, Moment, also wenn sich jetzt schon, da muss der Chefredakteur ja auch noch eine peinliche Geschichte erzählen. Ich habe es nämlich mal tatsächlich geschafft, Tokio nach Deutschland zu verlegen. Komplett in meinem Text, habe das auch nicht mitbekommen. War auch sehr, interessant. In welches Bundesland hast du es tatsächlich fast so die Nachbarschaft? Das war auch total, ich habe das echt nicht mitbekommen. Ich habe halt den Artikel geschrieben und fleißig übersetzt, weil ich übersetze ja immer aus dem Japanischen raus. Ich weiß echt nicht, was da los war. Es war auch nicht wirklich warm oder so, aber keine Ahnung, ich habe da irgendwas... Mir passiert aber sowas, wenn ich irgendwie noch an was anderes denke und dann aus Versehen... Nein, wenn ich schreibe, konzentriere ich mich nur auf... Lassen wir das lieber. Ja, natürlich. Das sagen sie alle. Total. Ja, und wir hatten ja noch letzte Sache mit der Krone oder was das war, ne? Nee, mit dem Thron. Ja, mit dem Thron. Das war auch ziemlich cool. Da
Ja, das ist auch auf meinem Mist gewachsen. Ich weiß nicht, das sah für mich so richtig aus. So, ja, Thron. Ja. Dabei mag ich nicht mal Game of Thrones, also daran kann es nicht liegen. Gib doch zu, du hast gerade bestimmt gebingewatcht. Naja, auf jeden Fall. Nee, 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 also nur über meine Ja, Leiche. wie man hört, wir sind ein ziemlich chaotischer Haufen bei uns. Wir sind auch wirklich nicht alle ganz dicht. Ich meine, wir mögen Japan, also nicht? Und die Geschichte von Sumika ist ja bekanntlich auch sehr witzig, weil planlos irgendwo im Internet zu sein, das ist ja auch so eine Sache für sich. Na, jedenfalls ist es so, wenn ihr Lust habt und euch vorstellen könnt, mit uns Chaoten zusammenzuarbeiten, wir suchen nämlich aktuell gerade Redakteure. Dazu müsstet ihr allerdings mal auf unsere Webseite. Wir haben da nämlich ganz unten einen schönen Link, der besagt Redakteur werden bei Sumikai. Und da haben wir auch alles reingeschrieben, was wir erwarten, was ihr von uns erwarten könnt. Also, ne, von uns könnt ihr halt das Übliche erwarten, Peitsche und Zuckerbrot ab und zu mal. Wir erwarten von euch natürlich gnadenlose Mitarbeit. ja. Und Wir können auch lustig richtig, sein. können wir? Können wir? Wieso? Haben wir gerade Naja, gemacht? das war jetzt ja nur gespielt. Das war ja nur, um uns sympathisch zu machen. Hust, hust, hust. Nein, 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 nein. Wir sind stockernst. Wir haben, ne, Stock im Hintern und nennt uns Ernst Eiswürfel. Ernster geht schon gar nicht mehr. Falls ihr jetzt übrigens keine Lust mehr habt, das Magazin zu lesen, keine Sorge, wir haben ein Team, das kontrolliert alle Artikel vorher. Es sei denn, der Shop Game of Thrones. Hey! Nein, aber wie gesagt, wir suchen gerade aktuell wieder Leute und wenn ihr Lust habt, würde uns das wirklich freuen, weil Verstärkung ist immer gut. Be grundsätzliche Bedingung, ihr müsst irgendwie einen Leichen an der Waffel haben, Japan mögen und Englisch können. Achso, und Ja, es Englisch wäre auch ist toll, ganz wenn ihr wichtig. schreiben könntet. Also, das ist jetzt nicht die hauptsächliche oder eins der Hauptkriterien, aber so ein bisschen schreiben wäre ganz nett. Ja, das wäre Ja, es schon wäre gut, gut, wenn wenn wir man endlich. als Redakteur sich Ja, vor bewerben allen Dingen wäre es möchte. toll. Wobei wir ja auch durchaus Lektoren Ja, annehmen, nicht Lektoren suchen wahr? wir sowieso immer irgendwie. Man muss den Quatsch ja gerade biegen, den wir verzapfen. Ja, aber trotz allem, also es wäre schön, wenn ihr schreiben könntet, weil dann haben wir endlich mal jemanden, der das kann. ja, und ich glaube, damit sind wir eigentlich soweit am Ende. Ja, wie hättest du eigentlich noch mal die Bewerbung gerne? Direkt per Ach E-Mail? so, ja, also bewerben kann man sich an bewerbung@sumikai.com. Einfach kurz schreiben, warum ihr gerade bei uns mitmachen wollt. Vielleicht beschreiben, warum ihr einen an der Waffel habt oder wie auch immer. Oder was ihr euch vorstellt und so weiter und so fort. ja, also auf jeden Fall, ihr könnt euch halt eben per E-Mail bewerben. Oder ihr geht halt auf die besagte Seite bei sumikai.com. Da gibt es dann auch ein Formular. Und da steht, wie gesagt, auch alles drin, was wir erwarten, was ihr erwarten könnt. Ihr habt natürlich auch was davon, wenn man bei uns mitarbeitet, ist logisch. Also, Subika-Redakteure sind eh die besten. Hoch angesehen und so weiter. ja. Aber wie gesagt, falls ihr Lust habt, bei einem oder dem eigentlich größten Japan-Magazin in Deutschland mittlerweile mitzumachen, würde uns freuen. Genau, wir sind auch eigentlich Ja, ganz nette total. Leute. Also, außer ich, aber ich bin der Chefredakteur, ich muss böse sein. Einfach. So, und jetzt haben wir natürlich noch eine neue Ecke, die wir jetzt immer am letzten des Monats bringen, beziehungsweise in dem Fall ist es ja, glaube ich, gleich, der kommt, ist Mittwoch schon der erste? Nee, ist noch der Wir sind da 31. dran, also fast am ersten des Monats raus kommt. Und zwar stellen wir euch einige schöne Veranstaltungen vor, die nächsten Monat stattfinden und natürlich auch ein bisschen das TV-Programm. Matze, übernehmen Sie. Ja, man kann nämlich eine ganze Menge Japan mitnehmen, wenn man in Deutschland ist. Dazu muss man nicht unbedingt in die Ferne fahren. Es gibt in Frankfurt am 9. August das Mainmatsuri, ein Sommerfestival im japanischen Stil. Das läuft dort auf dem Walter-von-Kronberg-Platz. Das geht 3 Tage lang, also da kann man schon einiges passieren. Und die nächste Aktion ist die Nipponcon in Bremen. Die läuft vom 17. bis 18. auch am Wochenende. Da im Heigemann Bürgerhaus in Gustav Heigemann Bürgerhaus in Bremen. Also, wenn ich mir das so richtig angucke, den Eventkalender, es gibt eine ganze Menge, das übers Jahr in Deutschland passiert. Da haben wir immer wieder was Lustiges, wo wir die Leute darauf aufmerksam machen können. Im Fernsehen ist natürlich viel, viel mehr als in den einzelnen Städten an Festivals zu sehen ist. Da haben wir Kunst und Spielfilme. Wir haben zum Beispiel Tsukigi soll leben. Das ist ein Spielfilm, der dann auf Phoenix am 7. August laufen wird. Wir haben die Stadtland-Kunst-Reihe. Da ist leider Gottes der Japan-Teil immer nur ganz kurz, aber es lohnt sich.
Da kommt zum Beispiel Hokusai am 6. August. Und Murakami, der Schriftsteller, der kommt am 22. August. Dazu haben wir noch eine ganze Menge Sachen, die eigentlich schon hier zum Dokumentationsstandard gehören, wie zum Beispiel die Von-Oben-Reihe. Japan von oben ist sehr zu empfehlen. Es sieht absolut toll aus. Das läuft am 9. August auf Dreisat. Und wir haben auch auf den etwas seriöseren Sendern eine ganze Menge. Zum Beispiel auf ZDF Neo haben wir Faszination Erde. Da kommt Japan mal vor am 17. August. Und wir haben für die Kampfkunstbegeisterten bei NTV haben wir Man at Arms, wo es um die ganze japanische Kampfkunst geht, am 13. August. Und kann man alles auch meistens danach in der Mediathek der jeweiligen Sender anschauen. Ja, viele Sachen kann man viel länger anschauen, besonders wenn es um Arte geht. Arte kann man meistens monatelang anschauen. Die haben zum Beispiel am 28. August kommen dann die Liebesrituale, Love Rituals, mit der Charlotte Roche in Japan. Wenn man mal wissen will, wie die Japaner so das machen, untereinander. Das hört sich jetzt etwas, naja. Ja, ja. Interessant an. Ihr könnt auch einfach nur eine Zugfahrt anschauen, denn am 29. August gibt es in SWR eine Sendung mit dem Zug durch Japan. Das ist auch bestimmt ganz lustig. Die Japaner lieben ja ihre Züge. Die haben ja auch ganz tolle Sachen da. Ja, das stimmt. Die haben auch tolle Züge. Ja, und wer keine Lust hat, die Receiver zu programmieren oder den Smart TV, dass er das Fernsehprogramm aufnimmt, der kann auch nach Netflix gehen. Da bekommen wir nämlich ein paar interessante Serien. Unter einem der nackte Regisseur, eine Sache, von der ich gar keine Ahnung habe, aber anscheinend ein großes Ding. Es geht um einen Porno-Regisseur in Japan, der zu seiner Zeit gegen sämtliche Konventionen und ja, Standards verstoßen hat. Jetzt nicht in einer Art und Weise, dass dann grotesk wäre, sondern einfach nur die Arbeitsweise in der ganzen Industrie umgekrempelt hat. Und da gibt es eine ganze Dokumentationsserie davon. Und es gibt auch eine Dokumentation über Anime. Enter the Anime. Also der Titel ist ein kleines bisschen reißerisch. Ja. Aber es ist sehr, sehr modern. Es geht um die gerade frisch angelaufenen Sachen. Die meisten auf Netflix lizenzierte Anime. Und dann kriegt man auch Interviews mit den Regisseuren, die teilweise richtig alte Hunde sind. Der Arakami ist dabei. Alte Hunde, das ist ja auch nett. Der Mann ist seit Ewigkeiten der große Kerl, was Mecha und Science Fiction angeht. Seit Ende der 80er. Natürlich, darüber reden. Ich meine, ich liebe seine Arbeit. Hast du noch was oder ist die Liste sonst durch? Nee, wäre eigentlich dann alles. Ich habe jetzt noch einen Filmtipp für euch. Und zwar der Film Kirschblüten und rote Bohnen. Das ist ein Dramafilm von Naomi Kawasase. Oh Gott, ist das ein Name, ey. Ich hab's heute echt. das ist ein sehr, sehr schöner Film und zwar spielt er im japanischen Frühling. Das handelt um einen Besitzer eines kleinen heruntergekommenen, Imbissbude, wo auf einmal eine alte Frau auftaucht und ihm seine Hilfe anbietet, vernünftige rote Bohnenpasta, also sogenanntes anzumachen, die halt in Dorayaki gefüllt werden. Denn der Besitzer hat halt immer nur eine Fertigmischung genommen und dementsprechend schmeckt das Zeug auch nicht wirklich toll. Und er hat selber immer versucht, das an selber herzustellen. Und die Geschichte, also das Besondere an der Geschichte ist eben halt die Bindung zwischen den beiden und auch einer dritten Person. Das ist halt ein Schulmädchen, die, ihre Rolle habe ich noch nicht so ganz raus, aber okay. Aber dieser Film beeindruckt halt aus mehreren Gründen, weil es geht halt darum, dass die ältere Dame halt an Lepra leidet. Und natürlich auch dieses ganze Thema ein bisschen aufgerollt wird, aber in sehr schönen Bildern und in einer wirklich wunderschönen Geschichte gepackt. Der ist auch momentan für Prime-Mitglieder, in Prime enthalten. Wir verlinken ihn bei uns auf der Webseite. Das ist übrigens ein sehr, sehr schöner Film. Also der ist total schon gesehen. Toll. Der behandelt halt sehr aktuell auch dieses Thema mit den Leprakranken in Japan. Und er hat auch eine sehr gute... Die halt sehr darunter gelitten haben unter den Regelungen der Regierung. Also den sollte man sich wirklich gerne angucken. Ist ein sehr er hat auch eine sehr, sehr gute auch eine sehr gute Durchschnittsbewertung, muss man ganz ehrlich sagen. Also 4,5 Sterne. Mhm. Er ist wirklich sehr schön, ist auch schön synchronisiert. Kann man wirklich sehr empfehlen.
Da gibt es eine ganze Menge zu bieten für den Japan-Interessierten oder Japan-Liebhaber in Deutschland. Die Liste, die werden wir wahrscheinlich bei uns auf Rolling Sushi die direkt... Packen wir dann ebenfalls mal ein Podcast runter und dann könnt ihr euch das angucken. Ja, das ist nämlich eine Menge, merke ich gerade. Ja, ich bin auch überrascht und ich muss sagen, den einen oder anderen Tipp von dir, den muss ich mir auch mal merken. So, ja, okay. Ich glaube, wir haben jetzt den Leute genug gequatscht, dann wir sind, glaube ich, bei 2 Stunden heute, oder? Kann das sein? Nein, so weit sind wir noch nicht. Ja, ich weiß nicht genau, wann wir angefangen haben. Wir hatten ja noch unsere Vorbesprechung, also unser Fork-Up-Chaos. Aber gut, dann wünschen wir euch jetzt eine wunderschöne Woche. Wir freuen uns bis nächsten Mittwoch und in alter Frische und neuem Chaos. Ja, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, jetzt nochmal erstmal etwas Werbung. Die heutige Episode ist nämlich gesponsert von Crunchyroll, die ein großer Anbieter für Animes sind oder Anime-Streaming. Insgesamt mehr als 9000 Folgen könnt ihr sogar mit deutschen Untertiteln gucken und teilweise sogar mit deutschen Übersetzungen. Bezahlen müsst ihr dafür nur 4,99 € im Monat und dafür habt ihr Zugriff auf das komplette Programm, darunter halt Naruto, Food Wars, also wirklich sehr coole Anime, die ihr euch angucken könnt. Und als kleines Extra gibt es von uns sogar einen Link, wo ihr 2 Wochen Premium kostenlos nutzen könnt. Und den findet ihr bei uns auf der Webseite.